Bin Profi. Sie ist ein Profi, meine Lieben. Herzlich willkommen zum Livestream hier. Aber da mit steht, du bist offline. Nein, ich bin nicht offline. Das ist eine Verzögerung von ein paar Minuten. So. Und von daher ist das völlig in Ordnung. Guck, wird gestartet, geht schon los. Hä, wo steht das? Na da, wird gestartet. Live. Und wir sind live, meine Lieben. Da sind wir schon. Jetzt. So. Ja, wir haben heute vor, die Haare zu färben und nebenbei so ein bisschen Dark Souls zu spielen und wir werden versuchen, Judex Gundir kaputt zu machen. Wir hatten schon mal die beiden hier zu Gast und sie sind ja fast täglich hier. Ich war das nicht. Du warst das nicht. Nee. Und da wollen wir heute mal mit einsteigen. Mal sehen, was ihr dazu sagt und ob es euch gefällt, ob es euer Ding ist, uns beim Losen zuzusehen. Oder vielmehr Lisa, denn die gute, unsere Lilo Pulver, darf natürlich jetzt versuchen, Dark Souls so ein bisschen voranzubringen. Den Chat machen wir schon mal auf. Wir haben schon mal einen Sensenmann Reaper. Herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist. Das ist schön. Hast du Colas? Ja. Oh. Die beiden essen gerade Gummitierchen. Nur Schokolade. Schokolade. Aber ich sag nicht welche, das ist nämlich Anzeige. Werbung, Anzeige. Musst du das eigentlich auch reinschreiben? Was, Werbung? Ja. Dann sage ich nicht welche. Die sagen auch nicht, was wir trinken. Ist genauso verboten. Aber ich kann euch sagen, ich kann das Spiel nicht. Ich weiß nicht mal, was ich da machen muss. Also doch, ich habe es einmal gesehen. Aber ich weiß nicht, wie die Steuerung geht und so weiter. Ja, sie hat es bei mir gesehen. Ich habe eine halbe Stunde gespielt und bin immer bis zum selben Spielstand gekommen. Der im Übrigen immer nicht nach 3 Minuten vorbei war. Nicht weit auf jeden Fall. Der war total. Und wer ist das? Also der Besuch. Das hier ist Lilo Pulver und das hier ist Aljona. Und die beiden sind zusammen. Ist das nicht süß? Na Schatz, ist das nicht süß? Mhm. Total süß. Die freut sich mal total. Ja, dann beginnen wir mal langsam. Mal. Ja. Also. Du musst vielleicht auch sagen, dass wir deine besten Freunde sind. Ja, ach so, ja, das sind beste Freunde. Alter, willst du eine Frage mal? Hier, dreistester Mensch aller Zeiten. Ehrlich mal, ich bin schlimm. So. Dann misch mal. Hier haben wir eine Schale. Nein. Kann ich jetzt so ein Beauty-Ding draus machen? Wir haben eine Schale. Wow. Wir haben einen Becher. Ein Becher? Mit Blondierpulver. Hallo, du darfst keine Marken zeigen. Ach so. Wir haben einen Becher ohne Marke. Verdammt. Wir haben eine Flasche ohne Marke. So, wie viel machen jetzt wovon rein? Das ist egal. Ja, na ich. Na, von jedem die Hälfte. Na, die Hälfte wie viel? Naja, jeweils, wenn du sagst, ich brauche 20 Gramm, machst du 20 von dem einen und 20 von dem anderen. Na, das weiß ich doch nicht. Wie viel hatten wir denn bei mir letztens drin? Mehr. Als 20 Gramm? Ja. 15 würde ich sagen. 15 Gramm, das reicht für dich. Ja. Was? Weißt du, wie viel das ist? Ja gut, dann nehmen wir 20 Gramm. Aber 15, glaube ich, reicht nicht, oder? Dann nehmen wir 20. Und ich werde es dir ins Gesicht kippen, wenn es doch zu viel ist. Und sagen, ich wusste es. Oh, das ist dann das erste Mal, dass du das Spiel Dark Souls siehst. Also wir werden ja sogar Dark Souls 3 gleich spielen, den letzten erschienenen Teil davon. Und ich bin sehr gespannt, ob es dir gefällt. Protector ist auch schon da. Hola, herzlich willkommen. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Hier sind Aljona und Lilo Pulver. Die beiden färben heute die Haare und spielen Dark Souls 3. Und ich sag euch, das Zeug stinkt pervers. Ja, wirklich. Das solltest du nicht so nah haben. Mann, und jetzt geht das hier auch noch aus. Warte, jetzt. Was ist das eigentlich für eine lustige Musik, jetzt mal ehrlich? Klingt wie bei SpongeBob. Ja, wirklich. Das ist keine SpongeBob-Musik. Fuchstronaut ist da, dann haben wir Samuel Kovacic und Sensenmann Reaper. Oder wird Hallo. Das eine Schminkparty? Wir könnten auch eine Schminkparty machen, definitiv mal mit den beiden. Oh, das wär's! Ja! Oh, können wir das mal machen? Darf ich euch denn schminken, alle beide? Na, aber... Das wär's. Nein. Nein. Oder Lisa schminkt uns beide. Ja, das wär lustig. Das würde voraussetzen, dass ich ungeschminkt vor die Kamera trete und dazu sage ich nein. Hallo, sagt Fuchs. Ich möchte keine Albträume verursachen. Hi, sagt Samuel Kovacic. Und Protector sagt, wer ist das alles? Ja, das sind meine besten Freundinnen. Die beiden sind auch zusammen. Ist das nicht niedlich? Ja. Ist das nicht niedlich? Sie ist voller Liebe. Aber ja, tatsächlich Jesus sind wir ein zwei Paar. Frauen, genau. Meine beiden Frauen. Ja, so in etwa. Wir machen ein Harem auf. Was machen wir, ein Harem? Warte mal.
Ich kann dasselbe. Ja, ja, hast du nämlich gut gemacht. Hast du toll gemacht. Siehst du, jetzt weiß ich nicht, wie viel schon drin ist. Warte mal. Na, tolle Jetzt brauchen wir bloß eine Schale, dann ist doch alles gut. 20 Gramm. Warum? Da war doch... Ah, gut mitgedacht. Ich sag euch, das kann was werden hier mit den beiden Pappnasen. Was? Das wird gut. Wir sind voll süß. Such die scheiß Schale. Ja, wo ist denn, darf ich Schimpfwörter sagen? Da. Nein. Such die gute Schale. Guck mal, 40 Gramm. So. 41. 41. Hä, warum hast du denn nicht... Warte, 76 minus 41. Überhaupt, wie viel du jetzt reinmachst? Nein, ich weiß gar nicht. Warte mal, 41. Siehst du, du musst doch erst rechnen, bevor du reinkippst. Ja, minus 41. Du hattest 20 Gramm, dann sind wir jetzt bei 40. 40, ja, 40 ist okay. Aber es waren 41. Ach, naja, die paar Milliliter da. Naja, wenn deine Haare nachher rausfallen, ist das nicht meine Schuld. Nein, Lisas. Richtig. Was? Was? Nee, Lilo kann dir nicht die Haare färben, weil die spielt jetzt. Das bin ich. Lilo? Lilo Pulver. Na, du bist Lilo. Ja, du bist aber nicht Lilo. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Du bist nicht Lilo. Ach was, wirklich? Ja, du hast das gerade aber gesagt. Nein, Lilo kann dir nicht die Haare färben, du weil ich das noch nicht mehr. Was ja, machst du denn da? Wir machen einfach noch einen Schuss rauf und dann ist gut. Du hast doch echt einen an der Murmel. Naja, nachher reicht's nicht. Was machen wir dann? Nein, jetzt färben. Wofür brauchtest du jetzt bitte eine Waage? Du hast jetzt Pi mal Daumen alles so völlig quer. Ich hab das gut gemacht. Nein. Hat er nicht. Hat er wirklich nicht. Du hast viel zu viel Blondierpulver und viel zu wenig Oxidant. Nein, ich habe das genau berechnet. Ich habe genau gesehen, wie viel drauf ist. Du hast überhaupt nichts gerechnet. Du hast einfach mal raufgekippt. Ja, man kann ja auch nie wissen. Lisa macht es beim Alkohol in etwa genauso. Sie rechnet nicht, sie kippt einfach. Kann Lilo mir auch die Haare färben? Achso, das war Protector. Findest du Lilo hübsch? Du hättest, glaube ich, echt mal... Na, wenn er jetzt keine Verwechslung. Schreibt, bist du. Nein, keine Verwechslung, Dingsbumsies, weil ich färbe ja deine Haare. Ja. Hast du mal einen Kamm? Ja, brauchst du einen? Ja. So, was muss ich jetzt hier machen? Du nimmst die Maus erstmal. Ja. Und gehst hier oben auch spielen. Mhm. Und wie spiele ich nochmal? Mit dem Controller. Ja, aber welche, was ist für was? Das musst du selber wieder rausfinden. Das weiß ich selber nicht. Ach, komm. Oh, Irbiso. Irbiso. Was denn? Es gibt Hate. Was gibt's Hate? Mhm. Warum? Für alle, die dachten, dass das ein Gaming-Kanal ist, den muss ich enttäuschen. Och, Sensemann Reaper, was mit dir los? Weil die ganze Seite ja auch nicht voll ist. Nee. Weil ich ja jetzt auch nicht spiele. Oh, da fällt mir was ein. Warte mal. Genau, mach mal die Musik kurz zu. Das ist der Media Player. Genau, den einmal schließen bloß. Ja, oder Pause. Schließen? Ja, genau. Und dann musst du unten auf Dark Souls gehen. Warte mal, das denn bevor da? Du das machst, muss ich bloß einmal schnell die Kanäle nochmal neu machen. Dass man die wieder sieht. Das muss zu. So, der Chat... uns und dann... Oh, ist ganz schön laut. So, was geht da ab? Was ist denn DCL, DSCL, was auch immer? Dark Souls. Nee, DLCs. Ach so. Nee, das sind DLCs. DLCs sind sowas wie Add-ons zum Spiel. Sagt mir immer noch nicht, aber ist nicht so schlimm. So, jetzt sag mal an hier. Achso, der kam. Oh. Du musst jetzt Spiel laden machen. Neues Spiel. Nee, nicht neues Spiel, du hattest ja schon eins begonnen. Ich hatte eins begonnen, ja. Fortfahren einfach. Genau. Und da ich nicht sonderlich weit gekommen bin, ist ja alles schick. Aliona ist keine Zockerin. Und wie ich das bin. Doch, sie zockt tatsächlich mehr als ich. Ja, wirklich. Sie sagt immer, ich habe ein Suchtproblem, was ich jetzt so nicht sagen würde. Ich schon. Oh, ich habe schon wieder... Ich würde das auch so gerne spielen, aber ich muss ja Haare färben. Ich muss erst mal gucken, wie hier alles funktioniert. Da oder ich, doch ich bin noch eine Superzockerin, oder? Du bist die Beste. Lass den Kamm, bevor du dich dumm okay. Und die sich suchst. Darf ich sagen,
Darf ich das sagen oder ist das Werbung? Was denn? Wenn ich sage, was ich spiele. Nee, das kannst du ruhig sagen. Na, momentan spiele ich Zelda Breath of the Wild auf der Switch. Genau. Eigentlich habe ich vorher nie gespielt, Mario und so, nur aber ansonsten nichts. Willst du die abklemmen? Aber, ja, aber ich habe schon eine Klemme in der Hand. Ach so, ah. Gut, dann halte ich die Klemme. Und du möchtest das nur bis zu den Ansätzen. Kriege ich eigentlich mal Handschuhe oder sowas? Ja. Bevor ich mit Blondierten war? Ich glaube, die liegen noch da, wo du die hingelegt hast, hinten auf der Waschmaschine. Hast du ihn tot gemacht? Mhm. Ja. Oh, I hate my life here. Oh. It's my life. Wie war das jetzt? Was musste ich... Kann ich dir sagen. Nee, wir mussten immer ausweichen ordentlich, ne? Ja, darauf freue ich mich total. Mir wurde das gestern erzählt von diesem jungen Mann hier. Und das war vielleicht eine der schönsten Nachrichten meines Lebens. Oh, und Ether Rider schreibt, wie kommt das auf meine Startseite? Egal, warum keine DLCs? Die sind echt nice. Gute Frage, die wollen wir eigentlich auch noch irgendwann mal zocken, aber ich glaube, ich komme gar nicht dazu bei all den Spielen, die jetzt gerade noch anstehen. Und da ist Judex Gundir und Lisa versucht, ihn kaputt zu machen. Töte ihn! Ja. Bist du jetzt bei dem Judex, genau. Der ist richtig kacke. Wirklich, der gefällt mir ganz schön gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier... Nee, ich mach hier... Wie war denn das nochmal mit dem Rollen? B, glaube ich. Oh, wo konnte ich rollen? Mit B. Ich versichere im Übrigen gar nichts, ja, mein Freund? Ja. Es ist gut möglich, dass das nachher richtig kacke aussieht. Ja, das ist nicht schlimm. Mach richtig schön viel rauf. Auch hinten, ja, denn ja, am besten mit Alufolie, ne? Ach, Quatsch. Ja, aber so. Dann hast du nachher doch an den Übergängen so Punkte. Na, dafür hast du doch die Klammern, dass du die hochklammern kannst. Ja, aber ich fange jetzt hinten aber an. Sie fängt hinten an und macht das, das habe ich doch gestern schon gesagt. Ja, warte, ich habe hier Tücher, die gehen auch, wenn ich rankomme. Nee, auf B ist nicht, ach doch. Ach doch, ich kann auf B rollen, juhu! Ja. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen laut. Mach mal ganz kurz auf Start, beziehungsweise auf, ja genau, da. Dann gehst du rechts auf Einstellungen mit dem Steuerkreuz. Genau. Und dann bei Musik musst du, glaube ich, mit den oberen Sticks hin und her. Genau. Und irgendwo muss Musik sein. Sound. Ich brauche so. Hast Sound? Ja. Genau. Und da machst du alles, naja, nee, auf 5. 5 ist okay bei allem und dann ist in Ordnung. Dann kannst du weitermachen. Gut. Weitermachen. Weitermachen. Nö, die Lautstärke ist okay, sagt Protector. Ja, bloß gerade als der Kampf war gegen Judex Gundir, habe ich mir schon gedacht, oha, der ist genauso laut wie wir, da müssen wir echt vorsichtig sein. Und ich denke mal, so ein, zwei Striche runter ist nicht schlimm. Sensenmann Reaper sagt, ist es normal, dass man beim dritten Gegner schon tot ist? Nein, das liegt daran, dass ich wirklich schlecht bin. Aber der ist auch sau schwer. Ja, wirklich, das ist ja wirklich. Und ich habe ja noch nicht mal die Steuerung drauf. Ich weiß ja nicht mal, wie das funktioniert hier. Nur wenn man das Spiel nicht öfter spielt, sagt Protector. Jetzt geht nämlich der Hate los hier gegen dich, weil du so schlecht bist. So, mal sehen, wie oft sie stirbt. Ihr könnt ja mal mitzählen. Ihr könnt ja so einen Counter einführen. Oh, Alter, ich weiß auch einfach nicht, wie ich... Trank nehmen. X, mit X, genau. Oh. Ich hab's mir gemerkt. Weißt du, wie schwer das war, sich nachdem wir das hier gespielt haben, wieder auf die Switch einzustellen? Das glaube ich dir, weil diese Umgewöhnung. Das war richtig, richtig nervig. Da hast du mal Switch, hast mal Xbox-Controller. Deswegen hatte ich doch auch so lange Probleme, um mich hier einzufinden. Alter, ich weiß auch einfach nicht, wie ich da wegkommen soll von ihm. Ich sehe ihn ja nicht mal. Deswegen sollst du ihn ja zentrieren. Mit zentrieren konntest genau. Du ja mit diesem hier. Ja, weiß ich doch nicht. Ich muss dem ja na. Sagen. Du hast doch so viel Switch gar nicht gespielt. Und immer schön einfach dich rollen. Also nicht rollen, sondern so ein Flickflack. Doch, rollen war das hier, ne? Ja, rollen. Immer rollen. Ist das ein Flickflock. Immer rollen. Flickflock. Und Magnum Tim Flickflock. Hat bei Twitch eingeschaltet. Hallo, sagt er. Herzlich willkommen. Darf ich dir Lilo Pulver und Hallo. Aljona vorstellen? Aljona färbt mir die Haare, während Lilo Pulver versucht, in Dark Souls Judex Gundir zu töten. Und sie geht jetzt schon zum dritten Mal hin. Mal sehen, ob sie es jetzt schafft. Hier, wie kann ich nochmal diese... Ah.
Wir können ja Wetten abschließen bezüglich der Tode, sagt Mann, ich werde das heute nicht schaffen. Oh. Doch, na klar. Wir sind nur eine Weile beschäftigt. Ich werde den nicht besiegen können. Ich weiß ja nicht mal, was ich wirklich machen muss. Und Magnum Tim fragt die Original Lieselotte Pulver? Ah, logisch. Wie na, krass aber. Dann bitte? Ja, Aljona ist ganz begeistert, dass Lilo schon so berühmt ist. Ach nee, ich glaube, es gab. Nein, ich glaube, es gab eine. Ja. Ich weiß nicht mehr, was sie war. Ja. Aber sie war irgendeine Berühmtheit. Die heißt du musst richtig. Mit deinem Kamerakreuz einmal justieren. Drehen, drehen. Ja, wohin? Na, du musst ihn erstmal in Blickrichtung haben und dann das drücken. Ja, ich muss. So, jetzt. Ja, und dann greift er mich an und bin ich tot. Deswegen macht man das schon, wenn man da reingeht. Dreh dich, Leute. Die mach einen. Ja, genau, und mach. So musst du jetzt die ganze Zeit da rumrennen. Und dann zwischendurch immer mal angreifen, wenn du es kannst. Du musst trinken. Ja, ich muss erstmal abhauen. Nein, du musst jetzt schon trinken. Genau, abhauen, abhauen. Sehr gut. Nimm ihn ins Visier. Wo ist er? Hinter dir. Er schlägt mich gleich wieder. Ja, dann dreh die Kamera und nimm ihn ins Visier. Ja, so, aber jetzt, dann... Jetzt hast du ihn. Jetzt ist okay. Jetzt kannst du sehr gut. Wenn du das nächste Mal stirbst, ne, was ja nicht mal lange dauern kann, juckst du mir dann mal das Auge? Nein. Mann, wegen dir hat er mich jetzt auf den Spieß. Ja, natürlich. Und schmeißt sie durch die Gegend. Hallo, steh auf, Mann! Ich finde, die erste Hälfte ging doch immer noch, weißt du noch? Ja, sie die hat die erste Hälfte, Hälfte auch schon fast geschafft. Und dann hat sich das Ding immer verwandelt in was weiß ich was. Ich krieg ihn nicht mal visiert, ohne dass er mich tötet. Ja, du hättest nicht nochmal raufdrücken dürfen. Ich habe nicht draufgedrückt, das ist von alleine wieder weggegangen. Wahrscheinlich, weil er dich aufgespießt kannst hat. Kannst du mir jetzt mal das Auge kratzen? Mann, was das linke. Denn? Innen. In links! Ja, bei mir... Nicht weiter runter, aua! Das hört mir nicht bei mir ist links da! Danke, oh... Tat echt weh. Ach nee, ich wollte jetzt auch eine Runde Dark Souls spielen. Mein Spielstand ist weg. Hatte alle Bosse auf die vom DLC. Naja, dann kann ich mit nebenbei auch zocken. Ja, mach das, mach das. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns im Spiel. Vielleicht kannst du uns ja invasieren. Das wäre nice. Wenn man in einer Rüstung ständig Purzelbäume macht, verbeult die sich da nicht alles? Ja, theoretisch schon. Rein theoretisch ja. Ich kann es ja mal probieren. Das sollten wir aufnehmen. Ich ziehe mir eine Rüstung an und dann mache ich draußen ein paar Purzelbäume. Sensenmann Reaper schreibt, du spielst zu sehr auf Verteidigung. Immer schön drauf auf den Dicken. Dritter ja, Tod. Ja, aber dann haut der einen doch ständig tot. Ja, da hast du recht. Aber er hat mitgezählt. Das ist jetzt schon der dritte Tod gewesen. Lass dich nicht entmutigen. Lilo schafft das. Lilo, Lilo, Lilo. Wir feuern sie an. Ich nee, ich bin konzentriert. Ich glaube im Inneren an sie. Okay. Und ich will dir immer ungern recht geben, aber ich glaube, es ist gut, dass du mehr reingemacht hast. Siehst du, wird doch viel verbraucht, ne? Ja. Dafür gibt es das Rollen, sagt Sensenmann Reaper. Genau. Ja, das ist ja doch. Zum Ausweichen. Und sie hat ihn auch gleich zentriert. Dadurch hat sie ihn jetzt natürlich besser im Blick. Kann auch besser drauf damagen und immer sehen, wenn er jetzt gerade angreift und dann einmal rollen. Ja, ja, jetzt aber muss sie erst wieder trinken. Trink was? Ja, dafür muss ich erstmal kurz weg. Sonst nee, kann ich nicht rollen. Ich kann da nee, nicht rollen. Wenn er denn nicht? Wenn er, ja, wenn er gerade angegriffen hat, dann kannst du auch was trinken. Jetzt könntest du was trinken, aber das machst du jetzt nicht, weil du hast ja noch voll und du bist gut dabei. Er bumst dich und haut ordentlich drauf. Go, go, Lilo, sagt Protector. Jetzt kannst du trinken. Sehr gut. Vorsicht. Sehr schön. Gut ausgewichen. Wir machen aber nachher einen Spielwechsel, ne? Wenn das die Karte. Oh! Du musst das auch mitnehmen. Mann, ja. Kannst du auch. Mit dir rede ich gar nicht. Du konzentrier dich auf den Dingbums. Und er verwandelt sich. Er verwandelt sich die erste und Hälfte. Und jetzt wünsche ich dir sehr viel Spaß, Halle. Oh, nein. Er rastet schon wieder aus. Du musst was trinken. Ja, ich wollte doch. Ist sie tot? Trotzdem gut, das war dein weitester Spielstand bis jetzt. Hast du sehr gut gemacht. Nächster Versuch. Ich hasse dieses Spiel. Ja. Komm, du würdest ihn jetzt auch nicht beim ersten Mal schaffen. Sensenmann Reaper schreibt vierter Tod. Ne? Du würdest ihn bestimmt nicht beim ersten Mal schaffen jetzt. Wäre ich? Ja. Wollen wir? Wollen wir wetten? Da hast du den Falschen herausgefordert.
Ich hatte mit Dark Souls nie Probleme. Also alle haben immer gemeckert, oh, voll schwer und so. Ich habe mit dem dritten Teil angefangen, also mit diesem hier. Und damals kannte ich mich mit der Steuerung noch gar nicht aus und konnte beim ersten Mal, habe ich ihn nicht geschafft, aber beim zweiten Mal gleich. Weißt du, da hatte ich richtig viel Glück. In der Aufnahme könnt ihr selber nochmal reingucken. Das Spiel ist ja komplett aufgenommen als Let's Play. Könnt ihr jederzeit natürlich nochmal nachschauen. Wie habe ich denn jetzt das... Warum ist denn mein Schild da weg? Wie kriege ich das? Das war mit... Ah. Okay, Y, genau. Ja. Dann spiel doch Farming Simulator, sagt Protector zu dir. Was ist das denn? Nee, ich spiele immer sowas wie Harvest Moon oder so. Na, passt ja. Ich zähle auch mit, sagt Protector. Ganz traurig. Ja, also nicht nur Sensenmann Reaper, sondern auch Protector zählen beide die Tode von Lilo Pulver. Mal sehen, ob sie heute noch Judex Gunir schaffen. Erstmal muss ich ihn... Oh! Wir wollen nicht vergessen, das ist nur das Tutorial. Und man hört nur klick, 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 klick. Alter, diese dumme Vieh, ey. Ja, los, zeig mir, was du kannst. Nein, 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 dann bist du da weg und dann kann ich ihn nicht mehr spielen. Oh. Dann färbt bald seine Haare und lass mich. Nein. Lilo Pulver hat ein zerbrochenes Bein, da geht nix. Dann spielt doch Farming Simulator 5, sagt Protector. Fünfter Tod, schreibt Sensenmann Reaper. Ich glaube, das Mitzählen der Tode ist wesentlich interessanter als das, was wir hier reden. Ich bin hier bald fertig. Ich sag 20, sagt Protector. Danach liegt der Boss. Weiß Bescheid, Lilo. Mhm. Die gute Laune. Das ist hier heute unsere... Mich macht sowas wirklich immer richtig aggressiv. Ich kann sowas gar nicht spielen. Deswegen, und ich wohne mit ihr zusammen. Deswegen kann ich auch keine Ego-Shooter oder sowas spielen. Das macht mich wirklich richtig wütend immer. Und dann geht gar nichts mehr. Wieso trifft er mich, wenn ich gleich wegrolle? Hast du ihn hingerollt? Weißt du, aber wenn ich zu Hause, ne, mein Zelda zocke und dann irgendwo so einen bösen Boss habe und dann mal zwischendurch fluche oder sowas, sagt jemand, ich nehme dir die Switch weg, wenn du ständig so aggressiv wirst. Yeah. Ich habe auch generell keinen Bock mehr. Mich regt das hier auf. Also Protector hat recht, der Tod, das Substantiv, das wird mit D geschrieben und du bist tot, das Adjektiv, das mit T. Also tot. Bin verwirrt, sagt Sensenmann Reaper. Okay, thanks. Sechster Tod. Ja, 20 weitere Folgen. Ja, hat ja gesagt, bei 20 schaffst du ihn. Eta Rider sagt, so, first try. Ich wäre dann mal oder warte dann mal und invade euch dann. Mach das mal, mach das mal. Er hat ihn also beim ersten Mal geschafft? Ja. Ja. Aber Eta Rider hat das auch schon durch, also okay. Hat auch schon einen Spielstand gehabt, der schon ziemlich weit war. Aber finde ich schön, dass du das auf der Startseite hattest. So können wir uns wenigstens mit dir nebenbei irgendwo treffen und unterhalten. Das finde ich toll. Habe ich ihn jetzt? Jetzt, ja. Mhm. Ich glaube, ich brauche gleich noch mehr Farbe. Das reicht nicht. Das ist ja unfair. Du spielst alleine und dir schaut keiner zu, sagt Protector. Yep, Nummer 6, sagt Sensenmann. Aber jetzt schafft sie's. Oh, warum hat er denn jetzt den scheiß Trank getrunken? Ich hab die ganze Zeit, wie vorhin auch, hier R1 oder was das hier auf dem Controller ist, gedrückt. Alter, ich raste richtig aus. Und wenn sie das sagt, meint sie es auch so. Ich finde diesen Mönchenchor ganz schön cool mit der Rolle. Du hast doch da noch eine Schale, ne? Kannst du mal nebenbei schon mal anmischen? Ja. Weil ich bin hier gleich leer. Siehst du gut, dass ich mehrere Schalen habe. Oh, fuck. Brauchst du vier? Wie kann ich denn dann jetzt noch Schaden zufügen? Oh, scheiße. Aber du hast jetzt schon sehr weit runter gehabt. Also es kann nicht mehr allzu lange dauern. Wenn sie so weitermacht, dann hat sie es gleich geschafft. Dann ist sie die Heldin des Tages heute. Na toll, und dann kann ich ihn nicht mehr besiegen. Klar.
Aber Lotti, dann bin ich so stolz auf dich wie noch nie in unserem Leben. Ich war noch nicht mal beim Bestehen deiner Bachelorarbeit dann so stolz auf dich. Siebter Tod. Komm schon, immer drauf da, sagt Sensenmann Reaper. Ja, dann sterbe ich. Und der Rider sagt Protector, okay, das stimmt. Punkt an dich. Protector hat geschrieben, das ist ja unfair, du spielst alleine und dir schaut keiner zu. Magnum Tim meinte wahrscheinlich zu Tod vorhin noch, das ist typisch, das Wort und beide Male gleich gesprochen, aber unterschiedlich geschrieben. Tod und Tod. Mir juckt alles immer so hart, wenn ich gerade nicht kratzen kann. Wie weit ist die Farbe? Fast fertig, muss nur noch mischen. Jetzt schlacht ihn doch ab! Jetzt wird's ja langsam. Jetzt hat jemand nicht mal einen großen Pinsel, ey. Verdammt, ey! Kleine Kacke. Ich hab doch gefragt, man darf nicht fluchen. Ah, sorry. Bei diesem Spiel kann man nur fluchen. Wie kannst du denn immer irgendwas spielen und nicht fluchen? Oh, das geht. Ich kann das nicht. Dann sag ich immer, du böser Wicht. Ja. Das drückt aber nicht meine Gefühle aus. Aber sie ist schon sehr weit, sie ist schon sehr weit. Sie muss bloß noch einmal heilen. Ey Leute, du beschmerzt die Hälfte. Ja, deswegen. Ist ja einfach der Wahnsinn. Ja, nochmal heilen, sicherheitshalber. Ja, aber dafür muss ich erstmal weg davon. Das war gut. Jetzt. Ja. Ja. Nicht mehr viel. Oh, komm schon. Oh Gott. Jetzt ist sie heiß. Ah! Oh Leute, wenn sie jetzt verliert, ne, kriegt sie einen richtigen Ausfall. Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Oh Gott! Guck dir dieses Scheiß an! Oh, kurz vor Peng! Arme Sau! Acht! Mann. Aber kann mal jemand ganz kurz wertschätzen, wie weit sie gekommen ist? Ja, wir schätzen das doch schon wert. Also das ist Wahnsinn. Magnum Tim hat noch geschrieben, genauso könnte man beispielsweise völlig weglassen und durch E ersetzen. Man würde es genauso aussprechen. Wie stellst du dir das vor, fragt Protector. So wie bei dem Wort Alter mit älter und E älter. Mit E sieht echt komisch aus. Aber ich finde, würde man das ständig gegen ein E ersetzen, würden viele Worte komisch klingen. Wie zum Beispiel, das heißt ja ähnlich und nicht ähnlich. Ja, aber viele sagen ähnlich. Ja, aber es ist falsch. Ich muss hier kurz was testen. Wirklich klasse, Lilo, sagt Protector. Das ist doch mal was Nettes. Na gut. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Und das war eben eine sehr gute Runde. Also jetzt, glaube ich, ist das nicht mehr weit weg. Nach Tod Nummer 8 bist du schon sehr weit gekommen, ehrlich. Ja, so langsam durchschaut sie auch seine Angriffe. Sehr gut. Wow. Und Eta Ryder füttert unser Sparschwein mit einem Euro. Woo! Dafür, dass ich so schlecht spiele. Ja. Das war ein Motivations-Euro. Chili Psy sagt, Dark Souls 3 ist zu schwer für mich. Ja, für mich auch. Sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. Beide Angriffe ausgewichen. Protector sagt, Dark Souls 2 war schwerer. Kann denn der Vorteil schwerer sein als der Nachteil? Der Vorteil. Mann, ihr wisst schon, was ich meine. Weiter so, sagt Eta Ryder. Der Motivations-Euro bringt's. Ja! Dafür, dass du keinen Bock mehr hattest. Oh, ne? Du kannst dich nicht mehr heilen.
Warum bin ich denn jetzt weg aus seiner... Jetzt. Oh, verdammt. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt noch reicht. Shit. Noch ich muss mich heilen. Ja, du hattest keine Heilung mehr. Du hast nur dreimal, kannst dich heilen. Hast du gehört? Komm schon, mach die Hackfresse fertig. Hast du gehört? Wie bitte? Ich weiß nicht, ob das reicht. Kann sein, dass ich noch ein ganz kleines bisschen mehr brauche. Das ist eine ganz schöne Menge, die du darauf klatscht. Nee, tatsächlich ist das immer noch alles ganz schön dünne. Leute, Leute. Neunter Tod. Ja. Eater Rider Sekiro kann man aber nicht wirklich mit Dark Souls vergleichen, sagt Protector. Ich kenne Sekiro gar nicht, muss ich zugeben. Immer schön anvisieren, sagt Chalipsi. Ja, am Anfang macht sie es, aber zwischendurch verliert sie ihn denn aus dem Visier, wahrscheinlich weil er dann zu weit weg ist oder so, keine Ahnung. Eater Rider, freu dich auf Elder Ring. Das wird angeblich schwer. Es soll doch einen Nachfolger geben. Ist das Elder Ring? Nachfolger von Dark Souls? Da fällt mir ein, da muss ich noch einen Termin machen mit Bandai Namco, um den Nachfolger dann auch wirklich ins Interview zu bringen. Autsch. Ja, das ist Elder Ring. Ah. Oh Gott, Heil. Ja, erstmal muss ich weg. Oh ja. Sehr gut, weg. Sehr, sehr gut. Oh. Ich lad's mir wieder runter, kommt hin, wenn ihr mit Gunnir fertig seid. Ey, es kann doch nicht wahr sein. Das ist echt ein dummes Spiel. Nein. Das doch. Ist mein liebstes Lieblingsspiel. Was? Das ist das einzige Spiel, das bei Bisuzimt 100% geschafft hat. Tod Nummer 10. Verdammte Axt, jetzt ist das runtergefallen. Er lädt sich nicht schnell genug auf, ich kann nicht schnell genug rollen. Ja, später, wenn du größer bist, also wenn du ein höheres Level hast, kannst du auch auf deine Geschwindigkeit setzen und schneller rollen. Ja. Bei unter 20 gibt's 10 Euro Spende, sagt Protector. Wenn du schaffst, weniger als 20 Tode zu haben. Na toll, jetzt hast du noch mehr Druck. Ja. Ist ja überhaupt gar nicht... Ja, Erik. Du Armer. Ich bin der Arm. Verabschiede dich jetzt schon mal von den 10 Euro. Ja. Verabschiede dich einfach. Ach, das schafft ihr. Ich glaube an euch. Auf Ehre, Lotti. Und ja, ihr habt genau richtig gehört. Ich heiße wie Gronkh mit Vornamen. Ja, hast es doch nicht geschafft, Leute, ja? Was? Oh, Xian hat 1 Euro gespendet. Ich spreche ihn schon die ganze Zeit nicht mit Namen extra an. Ah, und ich hab's gesagt. Oh, grad, ja. Verdammt, sorry. Aber mittlerweile wissen sie es ja eigentlich auch schon. Eigentlich schon. So aus, wie sie sich verplappert hat. Ich doch nicht! Ich auch, du! Ja. Sian hat, ich bin doch extra weggegangen. Sian hat ebenfalls einen 1 Euro mit reingeschmissen. Nein, guck mal. Als Motivation. Mir fehlt wirklich so ein Pipi-Bisschen noch. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Gib mir mal noch 5 Milligramm von beidem. 5 Gramm von beidem. Ja. Weil das ist das Deckhaar, wenn das nicht richtig dann ist. Das sieht dann klopft aus. Oh. Du hast nur den Ansatz gemacht, ne? Ja, ja. Hat aber sie. Der Ansatz war ganz schön weit oben. Das stimmt. Raus. So, deswegen. Nachdem bei mir beim letzten Mal, als ich das so dünne gemacht habe, keine Farbe da reingezogen ist, mache ich es jetzt lieber ein bisschen dicker. Das stimmt allerdings. Hast du ja selber gedacht. Ha! Nein! Ja! Nein! Nein! Juhu! Nein! Lotti, echt jetzt? Ich hab's gar nicht gesehen! Oh Mann! Jetzt kann ich's nicht mehr spielen! Klar! Ach, die 10 Euro haben mich getriggert! Ja, Alter, wenn man sie, ne, locken will, ne? Dann mit Geld. Dann mit Geld.
Mit nicht Geld kriegst du von Lilo alles. Nicht mal mit meinem Leben, aber mit Geld ja. Mit Geld kriegst du von ihr alles. Kann ich irgendwo speichern? Nee. Oh, verdammt. Du hast ganz viele Seelen. Sehr schön. Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin auch gleich fertig, dann kann ich jetzt weiterspielen. Magnum Tim sagt, ja, endlich, sagt Sensenmann Reaper. Na komm, du schaffst das. 10 Euro easy, sagt Chalipsi. Da kommt vom Protector die 10 Euro. Vielen lieben Dank, Protector. Dankeschön. Marin. Hammergeil. Ehrenmann. Ehrenmann, du bist richtig blöd, ey. So, jetzt geht's weiter hier. Hier kenne ich mich noch nicht aus. Wo muss ich hier lang? Ja, musst dich umgucken. Ja, mache ich. Muss erstmal eine Seele holen. Du hast ganz viele Seelen. Und du hast keine Seele. Stell dir das wieder hier hin. Und Leute, bin ich schon hübsch? Nee. Total. Sexy. Du kannst am Lagerfeuer speichern. Du musst jetzt erstmal zum Lagerfeuer rennen. Da oben, ja. Wenn es so eins ist. Oh je. Aber ich darf gleich trotzdem spielen, oder Lotti? Ja. Vorsicht, nicht oder runterfallen, sonst so sind viel? Alle Seelen, die du bekommen hast, bei Judex Gundi weg. Was machen die Seelen nochmal? Die kannst du nutzen, um stärker zu werden. Mhm. Hier ist kein Lagerfeuer. Das kann das Ding auch gebrauchen. Wenn Protector sagt, du bist immer hübsch. Oh, danke schön. Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer? Ja. Wo denn? In der Mitte. Wo denn? Stört der Pinsel. Ganz unten. Oh. Darf ich den ansprechen? Ja. Erst muss ich speichern. Wo soll denn hier das Lagerfeuer sein? Na, da stand es eben davor. Das ist doch kein Lagerfeuer. Was stand denn da? Gewundenes Schwert einbetten. Ja. Ah. 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 Magnum Tim sagt, wenn man beim ersten Mal gewinnt, ist das ja langweilig. So freut man sich viel mehr. Ja, das kann ich nur bestätigen. Nächster Boss kommt und die ganze Bisu-Community hilft. Soll ich aufsteigen? Oder sprechen oder verlassen? Aufsteigen. Ja. So, jetzt musst du die Finsternis in ihr berühren. Also einmal in die Höhle greifen. Mein Freund. Ich danke dir vielmals. Setzen Sie sich. Jo, dein T-Shirt. Nein! Ich hab noch dein rotes. Oh, und ich hab mein Pferde-T-Shirt sogar hier. Ich komm so nicht drauf. Soll ich jetzt... Achso, jetzt kannst du aussuchen, was du steigern möchtest. Mm. Du brauchst 811 Seelen für ein Level-Up. Die hast du. Du hast 3104, das steht oben links. Und du kannst dir jetzt aussuchen, was du steigern möchtest. Und sie hast links immer die Werte, die dann hochgehen. Und rechts siehst du aber, was das auslöst. Hey, ne, bei Balance, Belastung, Ausdauer und so weiter. Sag ich auch gleich nochmal. Ja. Ne, also das willst du steigern? Ja. Oder soll ich erstmal die Stärke steigern? Drück mal OK. Na, die Stärke, ja, du brauchst ja auch Lebenspunkte und so weiter. Vitalität wäre für die Lebenspunkte. Zauberei ist, dass du mehr Magiepunkte hast. Ausdauer ist wichtig, damit du öfter rollen kannst. Und ja, das ist doch aber die Kondition. Wäre die Kondition, genau. Dann die Belastbarkeit. Da musst du mal gucken, was hast das hast du gleich auslöst. Abgewaschen? Naja, viel kann ich dann nicht mehr abwaschen. Du bist echt doof. Das war ein richtig guter T-Shirt. Danke, dass du mich nochmal dran erinnerst. Geh mal bei der Belastbarkeit nach rechts, also geh mal nach oben und dann nach rechts. So, dann siehst du, was sich verändert rechts. Belastung geht um 1 hoch, du hast mehr physischen Schaden, wenn du Belastbarkeit machst, beziehungsweise Verteidigung ist das ja, Entschuldigung. Genau, unten ist die Angriffskraft. Also du siehst jeweils, was sich verändert. Ja. Dennis Lolischkis hat geschrieben, hey Leute und hallo Bisu, hab heute frei und dann wird ein geiler Livestream. Nee, dass eh sich selbst verbessert. Also was möchtest du, Stärke oder Kondition hochmachen? Redest du mit mir? Ja. Oder Vitalität? Keine Ahnung, ist mir egal.
will, dass mein T-Shirt sauber ist. Stärke natürlich. Du kannst auch gleich, aber von alles, der Couch ein kleines, du kannst auch alles erstmal eingeben und dann am Ende einmal okay drücken. Achso. Ja, dann mach. Ich gebe den Controller jetzt ab. Ich habe ja meinen Soll erfüllt. Mhm. Ja. Du hast es geschafft. So, was mache ich jetzt? So, jetzt musst du erstmal entscheiden, was du alles steigern möchtest. Du kannst, glaube ich, noch einmal etwas hochstufen. Und wie mache ich das zum Teufel? Warum du bewegt sich da nichts? Ach so, doch, es bewegt sich was. Genau, du hast links das, was du hochstufen kannst. Jetzt aktuell hast du Kondition ausgewählt. Da, ne? Genau, und du kannst es, wenn du nach rechts oder nach links machst, ich weiß gar nicht, womit. Hier. Ach, mit dem Steuerkreuz. Genau, dann kannst du das verstärken, je nachdem, was du verstärken möchtest. Ne, Belastbarkeit. Was empfiehlst du mir? Du siehst rechts, was sich dabei verändert. Das heißt, wenn du jetzt einmal nach rechts drückst, genau, dann siehst du, da ist die Belastung stärker und die Verteidigung ist stärker. Oder du machst eben Vitalität, hast du mehr Lebenspunkte, Zauberei, kannst mehr zaubern. Ich will nicht zaubern, ich will in einem Kampf nicht sterben. Dann würde ich Belastbarkeit oder Kondition hochmachen. Okay, zack. Kondition brauchst du ja auch, damit du schneller laufen kannst. Ich habe jetzt Belastbarkeit, kann ich bestätigen? Mhm. Auf A? Ja. Oh, ich hasse das jetzt schon hier mit der... Mit der jetzt hast du es wieder abgebrochen. Ja, weil ich hier nicht durchsehe. Sehr gut. Okay. Und nun gehe ich auf zurück. Genau. Jetzt hast du das geschafft und jetzt kannst du speichern bei ihr. Wie? Ne, jetzt hast du B gedrückt. Jetzt hast du weggemacht. Na toll. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz gerne wissen, was ich hier tun soll. Red mal mit ihr. Speicher erst mal. Warum quatscht sie denn so viel? Du kannst auch einfach A drücken oder B. Genau, und dann auf Speichern. Wo? Das ist doch das Fenster da. Da steht Aufsteigen, Sprechen, Verlassen. Ach so, da steht nur Sprechen. Nee, denn Verlassen, Entschuldigung. Dann setze dich ans Feuer, damit ist automatisch gespeichert. So, also hiermit renne ich, ne? Ach nee, hiermit trinke ich. Genau, aber setz dich mal kurz ans Feuer, du hast keine Trinkflaschen mehr. Ich sehe kein Feuer. Das ist in der Mitte der Gruppe. Das ist aber flink hier. Genau, dann sind die Flaschen wieder aufgefüllt, du hast wieder die Möglichkeit, dich zu heilen. Nicht vergessen, den einen blauen Estus auf den normalen machen, weil ich glaube, gezaubert wird noch nicht. Okay, das machen wir. Nee, geh nochmal ran ans Feuer. Du kannst da verschiedene Optionen machen. Du hast zum Beispiel untote Knochensplitter verbrennen oder Lagerkiste organisieren, Zauber einstimmen, reisen und verlassen. Und ich weiß gar nicht, das musste man am Feuer machen oder musste man das bei der Püppi machen, Ita? Ich glaube bei der Püppi, ne? Geht das jetzt schon? Wir warten so lange auf die Antwort, aber währenddessen kannst du dich ja hier in dem Turm umsehen. Also das ist im Prinzip dein Gebiet, von wo aus alles nachher ausgeht. Du wirst immer wieder hierher zurückkehren. Okay, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie das hier alles ging. Wie kämpfe ich nochmal? Beim Schmied. Ah, okay, danke schön. Der steht ja auch da im Gang nachher. Verdammt! Ja, musst du dich nochmal ans Feuer setzen. Siehst du, weil ich nämlich sonst immer hier mit der Taste bei mir kämpfe, weißt du? Deswegen will ich jetzt mit dem, das mir war doch beim letzten Mal schon so. Jetzt ist alles wieder schick, ja? Ja. So, und jetzt nochmal von vorne. Womit schlage ich jetzt zu? Magnum Tim sagt so, sie versteht so viel wie ich. Hier. Danke. Und hier ist stärker. Ja, ja, genau. Das war so und das war richtig drin. Und das war mit dem Schild, ne? Das war nur abwehren. Das ist abwehren. Genau. Ich kann auch nur empfehlen, nicht so oft gegen Steine oder sowas zu schlagen, weil dein Schwert nach einer Weile auch kaputt geht. Okay. Da springen schon andere rum, andere Spieler. Gut, und was mache ich jetzt? Wo gehe ich jetzt hin? Ja, jetzt musst du ja selber genau, gucken. Einmal hier durch. Das habe ich ja auch gefragt vorhin. Da musst du ja selber jetzt erstmal gucken. Was ist mit ihm? Mit ihm ist nichts, ja? Hallo, was ist mit dir? Gut. Ja, und was macht sie? Na, sie bietet irgendwelche Sachen an. Welche? Schreien. Nee. Dinger. Pfeile. Waffen. Immer mit Dealerin. Waffen, Pfeile, Schilde und sowas alles. Brauche ich das? Ja.
Also hin und wieder mal, ja. Aber das meiste findest du unterwegs, nein. Naja, gut. Ja, kannst da Gegenstände kaufen, verkaufen. Sollte ich nicht zu ihm gehen, um irgendwas machen zu lassen? Was ist Estus? Ich kenne nur Estrich. Estus sind die kleinen goldenen Flakons, mit denen man sich heilen kann. Und wir haben noch einen blauen Estus-Flakon, den werden wir gleich zu einem goldenen machen, dass sie 4 Heilungen hat statt 3. Das wird schon mal wesentlich einfacher sein. Das wär's, ja. Okay. Okay. Und jetzt? So, dann müssen wir mal gucken, was hast du da? Da, Estus-Flakon. Zuweisen, genau. Bam. So, möchtest du den blauen als Magie-Flakon haben oder doch lieber als normalen Trinkflakon zum Heilen? Ich will trinken. Gut. Denn nach links einmal machen. Genau, und bestätigen. Sehr gut. Jetzt hast du 4 Heilungen. So. Mache ich, danke. Soll ich jetzt hier langlatschen? Könnt ihr überhaupt langlatschen? Nee, ne? Nö. Dann latsche ich. Oh, das ist hier immer so schnell. Guck mal, wie schnell sich das hier bewegt. Das ist voll komisch. Muss ich die ganzen Nachrichten hier lesen? Nö. Das sind nur Nachrichten von anderen Spielern. Okay, ich brauche keine Nachrichten, danke. Da sitzt noch einer. Was will der? Muss ich mit den allen reden? Mhm. Das hasse ich immer am meisten. Ja, aber ganz so viel reden die ja nicht. Die reden hier ultra viel, finde ich jetzt schon. Die heile Flasche in die S. Und kannst du dann mit den anderen spielen, also mit der Community? Ja, Reaper, das weiß ich noch nicht. Soll ich zusammenbrechen? Nee, hast du jetzt gelernt. Okay. Wie man zusammenbricht. Okay. Muss man wissen. Ja, eben. Ach nee, da wollte ich hoch, ne? Wünsche einen schönen Sonntag, sagt Pyrdakor. Und Protector sagt, du musst mit den Leuten so oft reden, bis sie sich wiederholen. Denn manchmal gibt es eine Belohnung dafür. Was, ehrlich? Ja. Oh, ich rede so ungern mit denen. Die reden immer so lange. Aber es sind nicht ganz so viele da. Es wird später nachher noch voller. Also dann sitzen hier überall Leute rum. Ich sehe vor allem die Uhr ist nicht mehr durch, wo ich hier überhaupt bin. Das ist voll komisch. Du bist immer noch in dem Schrein. Was macht er denn da? Mit ihm muss ich bestimmt auch wieder... Hä? Komme ich nicht gerade von hier? Ja. Wie bin ich denn da wieder hingekommen? Du bist einmal im Kreis gelaufen. Oh. Geh mal zum Schmied, red nochmal mit ihm und mit der Trulla und so. Nochmal? Oder mit ihm hier, ja. Jedes Mal, also du kriegst öfter Belohnung. Kannst ja wegdrücken. Hast du dir einen Timer gestellt? Nö. Aber ich sehe ja da unten die Uhr. Jetzt haben wir 35, sind wir fertig geworden. 8 Minuten haben wir. Ich soll jetzt ungefähr eine halbe Stunde drauf lassen. Sieht blau aus. Okay, danke. Schön, dass wir miteinander gesprochen haben. War ich hier schon mal? Das sieht alles so gleich aus. Von einer Frau zu hören, zu lange reden, das ist richtig angenehm. Ja, dafür müsste man sie aber wirklich kennen. Sag mal, hast du eigentlich Mauljucken oder sowas hier hinter mir? Spinnst ja wohl. Die Liebe ist zu hören zwischen den beiden. Ich spreche gar nicht so viel. Ja, doch, sie hört gar nicht auf. Sie macht gar keinen Punkt und kein Komma. Gestern habe ich nicht mit dir gesprochen, hast du rumgeheult, dass ich nicht mit dir spreche, weißt du? Was war das? Komme ich da schon wieder raus? Oh nee, geh da nicht schon wieder zurück. Du musst da raus. Ach Mann, ich will aber nicht ständig hier rumrennen und da wieder rauskommen. Dann renne ich wieder in den nächsten rein. Du musst aus dem Schrein raus. Was ist mit ihm? Das ist ein anderer Spieler. Ach so. So, raus kannst du nicht die Treppe, sondern die andere Treppe. Die hier. Da musst du hoch. Okay. Warum sagst du mir das denn nicht gleich? Ah, das sieht nach draußen aus. Harmonie, sagt Chalipsi. Immer diese Ungeduld, sagt Protector. Ja, das bin ich tatsächlich. Da kommst du her. Da komme ich gerade her? Ja, da haben wir Jodex gehabt. Ich krieg das kotzen. Du musst um den Schrein rum. Wie um den Schrein rum? Du musst schon genauer werden. Nicht rein. Du musst schon genauer werden. Um ihn rum. Ja, aber da ist doch Ruin. Wie soll ich da langlaufen?
Was passiert, wenn ich da runterfalle? Oh mein Gott! Sag mal! Hey! Hey, ich fall nicht runter! So viel zur Ungeduld. Oh. Jetzt kannst du nicht schnell genug trinken. Oh, wirklich, ich habe einen richtigen Schreck im Bauch bekommen. Wenn du runterfällst, bist du tot. Nimm mich doch bitte Psean. Du weißt genau, dass ich das bin. Ja, das weiß ich, das stimmt. Nur Hund, der will nur spielen. Das ist so gemein. Und dann Aljona richtig ärgern kann. Nein, es gibt keine Karte und ja, nein, es gibt keine Questmarkierung. Ich hätte aber gerne eine. Und nein, es gibt auch keine Questlogs. Ich hab was geplündert. Warum raus? Sie muss doch jetzt mit dem Lagerfeuer reisen. Im Übrigen, Erika, habe ich dir schon mal erzählt, ja, dass ich voll die Macke bekommen habe. Ich bin letztens so durch die Straße gelaufen und dann war da so ein komisches Kraut, was da gewachsen ist, und das sah original aus, Alter, wie das Hyrule-Gras. Und dann wollte ich da hinlaufen und das pflücken. Genauso, wenn ich irgendwo so eine Rute sehe oder sowas, ne, die so am Baum dran lehnt. Ich sollte mal, weil das so aussah, mit dem Auto waren wir unterwegs. Ich bin gerade auf der Landstraße gefahren und ich weiß nicht, ich bin 100 gefahren und sie so, halt an. Und ich so, warum? Ja, ich muss da was pflücken, wie bei Zelda. Ich so, hast du ein Ei auf dem Kopf? Alter, kann ich da nicht hochklettern? Nein. Was ist der denn für ein Trottel? Du kannst leider nicht springen. So ein Mist aber auch. Ja, mit der schweren Rüstung kannst du auch nicht springen. Ja, Bad Link kann das. Nee, du musst noch mal rein. Oh. Jetzt hast du ja die Überraschung gehabt. Du könntest aber noch mal andersrum laufen, aber das will ich dir nicht antun. Doch, ich laufe da. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Warum? Da wartet jemand auf dich. Ich werde ihn töten. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Was passiert, wenn ich ihn nicht töten kann? Dann sind alle deine Seelen, die du gesammelt hast, weg. Und was passiert dann? Musst du sie wieder erneut sammeln. Och, Manno. Aber das ist mir lieber, als hier rumzurennen. Okay. Nee, du musst ins Feuer. Oder zum Feuer und dann auf Reisen. Was Feuer? Wo ist das Feuer? Da unten noch, oder ja, nicht? Kann er da runter? Ach nee, ich habe keinen Paragleiter, ne? Nee. Parasegel. Mit schwerer Rüstung Purzelbäume schlagen ist bestimmt auch ungesund, sagt Magnum Tim. Ja. So, jetzt gehst du auf Reisen. Was? Das war ein Tipp von Ita Ryder auf Reisen, okay, genau. Okay, danke. Und dann drückst du das an. Hohe Mauer von Lothric. Okay. Und she's dead, sagt Chilipsy. Wer hat das? Gar nicht. Doch, Psean sagt das. Ich bin noch gar nicht tot. Ja, kommt noch. Nee, pass mal auf. Ich bin Pro. Pro-Gamer. Du bist auch nicht viel besser als ich. Hallo? So, herzlich willkommen in Lothric. Mal jetzt hier der schon großen wieder? Festung. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich lang muss. Aber weißt du, wenn die mich nicht so anspringen würden, weißt du, die anderen haben mir besser gefallen, an denen Lisa vorbei musste, weißt du? Die sind eigentlich so angesprungen. Programmer im Sterben bist du, Pro-Gamer. Sage mal. Wie soll ich da rauskommen? Achso, dann. Nee, nicht da. Wo komme ich da raus? Da war doch eben gerade ein Ausgang. Nein, das ist kein Ausgang. Hier gibt's ja eine Tür. Ja, also benutzt die doch mal. Wofür gibt's Tür, ne? Die Tür habe ich gesehen, aber ich dachte, ich komme da nicht raus. Herzlich willkommen in Lothric. So, ich guck mal hier jetzt mal aus. Genau, guck immer schön, ob du ein Lagerfeuer siehst, dass du immer speichern kannst. Nicht, dass du stirbst und dann wieder irgendwo aufwachst. Ja, so ein Scheiß, dass man nur an Lagerfeuern. Kann ich die zerschlagen und da ist irgendwas drin? Nee, ne? Vielleicht. Probier es doch einfach mal, statt ihn ständig zu fragen. Aber besser wäre es zu rollen und die dabei kaputt zu machen. Achso, das kann ich auch. Wie rolle ich nochmal? Mit B. Hoppala. Das war jetzt nicht das Klügste von mir. Ja gut. Ich will den Todescounter weiterführen, sagt Sensenmann Reaper. Bei mir gibt es keinen Todescounter. Ich schaffe alles beim ersten Mal. Ja. Nein, gibt's. Bei mir gibt es noch einen längeren Todescounter als bei... Guck mal, da ist da ein Lagerfeuer. Gleich ran, dann hast du gespeichert. Okidoki, Artischocki. Muss dich erst aber ransetzen, dann ist erst gespeichert. Jetzt hast du es bloß aktiviert. Sehr gut. Okay. Okay, weiter geht's. So, jetzt gucke ich erstmal, ob hier irgendwas ist, was mich töten kann. Das wäre schon gekommen. Ja, nee, nicht während du am Feuer bist, da kommen die nicht. Okay. Das ist selten der Fall, dass da mal irgendeiner hinterherkommt höchstens, aber die kommen nicht gleich auf dich zu. Die sind aber sehr schlampig hier. Da liegen Stühle rum und so. Na, die Festung ist schon kaputt. Das dauert nicht lang. Dann schlägst schon 11 Tode. Ach, da kann ich runter.
Ich habe das Gefühl, da wartet wer auf mich. Meinst du? Und das wird nicht mein Traumprinz sein, meine Traumprinzessin. Den Traumprinz. Und wenn du nach unten springst, kannst du den Schaden reduzieren, wenn man Was schlägt. Ist das da hinten, was da rumrennt? Nichts Gutes, oder? Oder ist das ein Zebra? Ein Zebra. Ey, das ist so eine Statue, da kriege ich immer so Leben. Ein Herzcontainer. Ja, vielleicht. Alter! Verlinkt. Nein! Nein! Oh Mann! Erik, guck mal, was er da macht! Alter! Du hast gerade ein armes Hündchen getötet. Oh, das arme Hündchen hat mich fast getötet. Ist das da noch so ein Teil? Hallo, Detlef und Klaus. Geh da weg, sagt Chalipsi. Alter, woher kommen die Viecher? Warum sind das so viele? Alter. Das war sogar ein richtig guter Hit. Du musst mal was trinken. Ja, ja, gleich. Ich hab grad keine Lust. Dicker Vater. Woher kommt der Pisser? Wie komme ich da zu oben. Ihm hoch? Ah. Der steht da, wo du vorher warst. Kann ich auch schneller laufen bei ihm? Nee, ne? Ja. Ja? Ich weiß bloß nicht mehr, welche Taste müsstest du selber rausfinden. Nee, jetzt gerade habe ich keine Zeit dafür. Alter, warum komme ich da nicht durch? Ist ja doof. Rollen. Dann machst du die kaputt. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Mach den kleinen Hit, nicht den großen, genau. Ah nein, ich bin da runtergefallen. Da wird jemand aggro, sagt Föderkor. Oh Mann, was ist denn das für ein dämlicher... Na, du weißt schon. Ja, trink lieber was. Ja, bin schon dabei. Und nimm dein Schild wieder raus. Mit Y. Wie? Also... Nee, er ist tot, ne? Ist er tot? Ja, ne? Jo, sehen uns, Protector, sagt Sensenmann Reaper. Meine Güte. Ach so, Essen ruft. Protector geht weg. So. Sollen wir eine Pizza bestellen? So. Oh, ich hab richtig Hunger. Nein. Warte, hast du keinen Hunger? Erzähl mir noch nicht. Nein, aber jetzt keine Pizza bestellen. Jetzt nicht? Nee. Dann bestell ich eine für mich. Erstmal was trinken, sagt Föderkor. Alter, ist das schon wieder so ein Mistvieh. Wieso, was für einer? Oh Gott, oh Gott. Alter, hallo? Du Pisser. Ich sollte mal was trinken, ne? Oh, das mit dem Trinken kam zu... Och, Mann. Ja, das Rollen müssen die ganze Zeit. Hab ich jetzt alle verloren? Muss ich jetzt alle nochmal machen? Mann, ey. Das letzte hat mir besser gefallen. Wo bin ich jetzt schon wieder? Ach so. Psian sagt, wieso bestellt mir auch mal eine mit? Elfter Tod, sagt Sensenmann Reaper. Elfter, warum zählt denn Lottis mit? Zählt dazu. Ihr teilt euch die Tode. Nein, sie muss neu. Oh Mann, warum schlag ich denn immer nur gegen die scheiß Steine? Nein, weil ihr müsst ihr neu anfangen zu zählen. Das ist ja unfair. Sie ja, kann ja Mann. Nichts für mein Versagen. Ja, Mann, ihr werdet auch so auf eine hohe Zahl kommen. So ist nicht. Alles wird vorsichtig begutachtet. Es könnte ja überall eine Gefahr lauern. Von hier kam doch irgendwo eine. Nee, der kam von da hinten. Trinken. Bin schon bei. Wenn man gestorben ist, hilft auch trinken? Nee, aber... Sie war ja noch nicht tot. Doch, war sie ja schon. Ja, einmal. Alter, warum bist du denn so ein Drecksvieh? Wo? Warum kommen die denn von allen Seiten, Mann? Ich hasse das voll. Da wären deine Seelen gewesen, der grüne Haufen. Jetzt sind die komplett weg. Ich hasse das. Blöd zu kämpfen, während ein Pfeil im Auge steckt. Da war ein Pfeil. Du bist ja mies. Das ist doch die falsche Richtung und du sagst nichts. Ich kenne mich doch gar nicht mehr aus, weißt du, wie lange ich schon nicht mehr gespielt habe. Ich weiß nicht, wo ihr hin müsst. Also offensichtlich musst du da nicht lang. Echt nicht? Wenn Ether das sagt. Ich glaube, das ist 3 Jahre her, dass ich das gespielt habe. 2016 kam das raus. Der war gut. Ha,
Habe ich noch vom letzten Mal. Wieso, du kennst dich sehr gut aus, sagt Pyrdakor. Also ich kenne noch das ein oder andere, aber ich weiß nicht, wo was ist. Ach so, verdammt, ich wollte gerade schon wieder mit der falschen Taste kämpfen. Und hätte ich jetzt Ether nicht zwischendurch gehabt, die mir sagt, naja, du musst erst reisen und so, da wäre ich auch nicht dahinter gekommen. Da wäre ich jetzt auch irgendwo rumgerannt beim Lagerfeuer. Ether hat recht, sagt Chalipsi. Das ist die schwere Variante hier. Hinter dir kommt gleich einer hinterher. Okay. Trinken. Warum schlägt er mich, während ich trinke? Das ist voll unhöflich. Das, ich glaube, das ist ihm egal. Mir aber nicht. Ich wollte ihn doch so abwehren. Warum hat das denn nicht geklappt? Da, du musst beim Lagerfeuer links und nicht rechts gehen. Gut, danke. Guck mal, Ether, aber jetzt bin ich, zu stur. Jetzt will ich die alle töten. Nee, du gehst hier gleich runter links. Wo ist das Lagerfeuer? Da. Da. Da links? Nee, runter. Das andere links? Links runter jetzt. Hm? Hier links? Ach genau. So. Aber da sind doch auch welche. Ja, natürlich, die sind überall. Das sind ja ein paar Mistviecher. Dritter Tod, sagt Sensenmann Reaper. Auf jeden Fall sind nicht da hoch. Viel mehr gefühlt. Ja, aber die tun dir teilweise nichts. Und sind nach zwei Schlägen noch K.O. Da ist meine. Der Counter geht viel schneller als der andere. Alter, woher kommen die alle? Boah, meine Güte. Sind das paar Zippen? Ich weiß gar nicht, warum die so schlechte Laune haben. Und nun? Musst du da durch. Als Lurch. Wenn du ein Frosch werden willst. Will ich aber nicht. Frosche sind hässlich. Hier musst du durchrollen durch die Kisten. Will er mich töten? Ja. Der sah voll nett aus, Mann. Das sah aus wie einer, mit dem ich reden sollte. Hier gibt's nur wenige, die nett sind. Einmal trinken. Ja, wollte ich gerade schon. Aber ich wollte das nicht wieder machen, während ich mit ihm kämpfe. Weil die sind ja nicht sonderlich nett. Da ist irgendwas, was ich sammeln soll. Mhm, aber da komme ich nicht hoch. Nee. Egal. Aber da vorne ist auch noch was. Oh! Ich bin wo reingefallen. Na toll, wie komme ich jetzt wieder hoch? Da ist eine Leiter. Wo denn? Da. Ach, da. Kommentier das einfach nicht, Erik. Sie findet das selber. Sie tut bloß immer so. Sie sagt das auch immer bei ihrem Spiel und eine Minute später hat sie es geschafft. Meinst du? Ja. Ich cheate aber auch immer ständig, guck mal bei YouTube. Nein, nicht ständig. Inzwischen bin ich schon richtig gut, aber am Anfang... Der Dieb, der unten ist, ist nett. Da war ein Dieb? Mhm. Du sollst immer so, wolltest gerade das eine Ding erstmal einsammeln. Ach so, ja, stimmt. Manchmal vergesse ich immer, was ich wollte. Genau, und jetzt kann's runter. Schon wieder? Top die Watte Quilt, sagt Pyrdakor. Da ist doch gar kein... Ach so, da geht's ja noch durch. Gesehenisch. Ah, da ist was für mich. Was war's? Keine Ahnung, Überreste. Überreste. Ach du Scheiße, die Pisse schon wieder. So viel vor allen Dingen zu nicht fluchen. Das ist doch schön hier. Ja, ich weiß, aber von mir erwarte ich das auch. Ich kann anders nicht spielen. Der war gut. So, jetzt musst du bitte komplett durchrennen, so schnell wie es geht. Wodurch? Einfach an... Nee, nicht da hoch. Durchrennen, was hast du daran nicht verstanden? Ach so! Nee, das geht nicht. Sie muss zurück. Siehst du? Ja, du hast nicht gesagt, du sollst da durchrennen. Ich hab doch grad was trinkt, mein Manu! Warte mal, da gibt's noch einen Dieb im Turm beim nächsten Bonfire, der hat was Interessantes für dich. Wenn wir das nächste Bonfire denn mal erreichen würden. Hohe Mauer von Lothric. Bin ich schon wieder da? Ja, du hast ja noch kein neues Feuer gefunden. Ich gebe währenddessen schon mal die Schüssel auswaschen. Ich kotz im Kreis.
guck mal, was der macht. Alter, warum sind denn das so verdammt viele? Das ist vor allem voll Beschiss. Guck mal, das rote Ding wird gar nicht voll. Ja, du solltest mich mehr aufbauen, mein Tod. Tod Nummer 4? Wieso? Du musst sie mehr aufbauen. Du baust mich nämlich immer ab. Und Kommandant Blue hat Moin geschrieben. Hallo. Wenn die beim nächsten Boss ist, bin ich schon bei Jorm. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich glaube, das war nicht nett. Wie wäre es, wenn man nach jedem 10. Tod wechselt? Also ist als nächstes Bisu. Nee, ich nicht. Ja, dann sind wir richtig. Hab ich nicht. Hä? Wieso? Och Mann, ich hasse diese Viecher wirklich. Hab keinen Bock mehr. Ich spiele jetzt nur noch eine Runde und wenn das nicht klappt, dann kriegst du sie. Ja, toll. Geht dann direkt die Haare auswaschen. Toll. Und ich sitze mit dem Scheiß hier da. Warum klappt das denn nicht mehr beim Schild? Guck mal, das Schild macht nichts mehr. Ja, dann drück einmal, dann hast du Y gedrückt. Ach so. Dann ja, nimmst du das Schild nach hinten. Drück Y. Drück Y. So, und jetzt nicht mehr Y drücken. Wieso kommt gleich wieder, der wäscht gerade kurz seine Schalen aus, wo wir das Farbmittel drin hatten? Ich will das nicht mehr. Okay, bei euch ist alles verloren. Sag ich ja. Weißt du, und dann lohnt sich. Ja, ich will auch eine rauchen. Weißt du, eigentlich müsste ich jetzt lernen. Und stattdessen verliere ich hier einfach ständig. Muss ich ihn auch töten? Ja. Musst du nicht manche sind lieb? Nee, ganz offensichtlich nicht, weil die mich irgendwie alle abschlachten wollen. Wie war das beim letzten Livestream? Das Synonym für Rauchen gehen? Oh Gott. Weiß das noch Mann, jemand? Ich überleg gerade. Weiß das von euch noch jemand, wie das war mit dem Rauchen gehen? War da jemand dabei? Ich glaube, Magnum Tim weiß das. Das Grüne musst du einsammeln, das sind deine Seelen, die du vorher verloren hast beim Tod. Jetzt hast du wieder 330. Ich werde sie gleich ganz schön schnell wieder loswerden, da bin ich mir ziemlich sicher. Warum ist das eigentlich so ein Beschiss? Das Rote wird gar nicht richtig voll. Ja, weil der Flakon nur einen gewissen Teil voll macht, aber du kannst ihn später noch verstärken, dass er bei jeder Heilung noch ein bisschen mehr macht. Ich vergesse den jedes Mal. Och Mann! Hallihallo, Hallöle, mein lieber kleiner Rettich. Ich könnte heulen. Wirklich, ich könnte wirklich heulen. Und mit heulen meine ich heulen. Ich hasse sowas. Sag das nicht. Ich will wieder meine Zelda haben. Deine Zelda? Meine Zelda. Alter, ich hab doch mein Schild davor gehalten. Heilen? Ja, da ist nichts mehr, nicht mehr viel übrig vom Heilen. Oh, jetzt hab ich auch noch den falschen Knopf gedrückt. Roll einfach durch. Roll einfach grade. Durch. Leute, wisst ihr jetzt, warum ich manchmal zu Hause Verbot gebe? Spielverbot? Alter, warum gehen die denn nicht einfach mal weg, die kleinen dämlichen Mistviecher? Du hast sie alle. Oh, Alter, ein Ritter. Ist nicht dein Ernst, ist nicht dein Ernst! Hau ab, hau ab. Ich kann nicht! Roll, roll! Ich kann nicht!
Ich kann nicht. Du hättest rollen müssen. Ich roll dich gleich. Und zwar hier raus. Ich geh jetzt eine Rauch. Wir machen eine kurze Raucherpause, sind in 3 bis 4 Minuten wieder da. Bis gleich. Du warst ja gerade sexy. Ich? Nee. So, Aljona. Aljona. So, mit dem Gesicht so in die Kamera. Oh, stimmt. Oh, nein. Das sieht wirklich heiß aus. Sie ist wenigstens weitergekommen. Genauso sieht's aus. Bis gleich.
Sag mal, läuft das hier immer noch? Was denn? Na, das hier. Okay. Ich muss ja hier noch die letzte kurze Zeit, bevor wir los müssen, produktiv werden. Vielleicht kriege ich ja noch mal irgendwas geschissen. Alter, nee, natürlich nicht. Ich dachte, nach der Raucherpause bin ich so gestärkt, dass da was bei rauskommt. Tut's aber irgendwie nicht. Was mache ich denn hier? Ach so, ich benutze die falsche Taste. Oh, ich benutze die ganze Zeit die falsche Taste. Ich krieg gleich eine Macke. Setz dich ruhig. Willst du hier im Stuhl sitzen? Warte, wenn du mit dem Stuhl sitzt, dann kannst du dich hier hinsetzen. Da ist die Kamera. Ihr beide gehört da heute rein. Es ist sehr ruhig, aber wir sind wieder da. Ich bin ja auch höchst konzentriert. Oha. Ich sollte mal was trinken, ich Trottel. Ja, kam zu spät die Reaktion. Ach nee! Ich hab doch noch was getrunken. Ich sehe nichts mehr. Einen wunderschönen wünscht Sepp Weier. Und hallo, sagt Yusuto. Alter, hallo. Wirklich, ich krieg gleich eine Macke. Das war's mit mir. Das war's schon wieder mit mir. Wirklich. Ich krieg heute bestimmt abends Depression. Meinst du? Ja. Ich krieg dann immer so ein Suchtpotenzial. Ich möchte dann immer das so lange spielen, bis ich mal weiterkomme. Aber so viel Zeit habe ich leider in meinem Leben nicht. Am Anfang von Zelda hätte ich gern meinen Job gekündigt. Ehrlich? Ja, war ganz schlimm. Ich war mal voll frustriert, dass ich noch was anderes zu tun habe. Ja, jetzt kommt sie auch nach Hause, sagt mir kurz Hallo und dann geht's ab ran an die Switch für ein paar Stunden. Das stimmt sogar. Dann sagt sie, ich muss noch was für die Schule machen, dann macht sie kurz was und dann spielt sie weiter Zelda. Ich bin voll abgeschrieben, seit wir die Switch haben und Zelda. Das stimmt doch gar nicht. Das würde ich so nicht behaupten. So, ich darf jetzt nicht vergessen... Ich mach das jetzt gleich so. Weil durch das Rollen und so bin ich immer nicht schnell genug. Wenn du nicht gut hast, guck mal dein Inventar. Was soll ich da gucken und wo ist das Inventar vor allem? Drück mal Start. Wo ist Start? Da. Und drück mal A. Dann kannst du, du hast ja verschiedene Dinge bei dir jetzt. Du hast ja, drück mal A. Genau, da kannst du ein neues Schwert raussuchen, was vielleicht besser ist vom Schaden her. Na, das ist das Beste, ne? Es hat zumindest mehr Robustheit, das ist schon mal gut. Nehmen wir so. Okay. Ich habe keine Zeit für sowas, ich muss jetzt hier weiter die Menschen töten oder die Dinge, was auch immer das ist. Zombies. Denkst du, ich schaff das noch, bis wir wegfahren? Nee, ne? Bis zum nächsten Bonfire, das könnte passieren. Mann, ey. Ich wünschte, mein Schild wäre genauso gut wie deins. Oh, ich muss was trinken. Ich kann immer so schnell gar nicht trinken. Und während er auf mich eindrescht, kann ich ja nicht trinken. Also wann soll ich trinken? Wirklich, das ist mir echt ein Rätsel mit dem Trinken. Bei Zelda kann ich dann kurz auf Pause machen, schnell was essen und dann ist es gut. Aber doch nicht während des Kampfs essen. Wer macht denn sowas? Das ist doch gar nicht gesund. Meine Güte.
Die Gefahr, sich zu verschlucken, ist viel zu hoch. Kannst du von hier aus überhaupt lesen? Ja, 9. Tod. Danke, dass du mich dran erinnerst. League of Legends sagt Yusuto. Bei mir einer von LOL. Was ist tot? Sagt Magnum Tim. Ich bin so tot. Ich bin von WoW zu WoT gerutscht. Töte sie. Was? Ich trau mich nicht. Wie kann ich das machen mit seinem Scheißschild? Ja, indem du dein Schild schwingst. Damit sein Zweck aus. Ah. Und jetzt durch da. Roll die durch. Jawohl. 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 Weiter. Komm ja mal hinterher, die Pisser. Egal, roll weiter. Geh weiter hoch. Nee, ich muss sie jetzt töten, wohl oder übel. Ja, denn. Zieh durch. Aber Vorsicht, oben kommt der Ritter. Sehr gut. Jawohl, hoch da. Dicker Vater, so weit war ich noch nie. Oh. Los, du schaffst es. Ja, du hast es fast geschafft. Ja. Jetzt angreifen. Bin doch schon dabei. Ich versuche mein Bestes. Ich muss was trinken. Du hast doch nichts mehr. Mann, du warst so kurz davor. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, wirklich. Ja. Nee, das ist nicht an der Schauspielerin angelehnt. Sie heißt Lisa und ich habe ein Fable dafür, mit Kosenamen um mich zu schmeißen und mir immer wieder neue Namen auszudenken. Und so war sie für mich dann immer Lieselotte. Und da ihr Lieselotte nicht gefallen hat, habe ich aus Lieselotte irgendwann Lilo gemacht. Und Pulver, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo, glaube ich, mal gehört. Und dadurch sie immer so genannt. Und dann habe ich irgendwie das mal gegoogelt und mitbekommen, dass so die Schauspielerin heißt. Genau. Das ist die Geschichte der Lilo Pulver. Ich würde gerne eine Bombe werfen. Gut gemacht. Danke. Das ist nett, dass du das sagst. Ja, genau. Und ich kannte die Schauspielerin aber nicht. Ich habe es, wie gesagt, dann nur gegoogelt. Hat er mich nicht getroffen. Jawohl. Sollte ich jetzt was trinken oder ist das dann verschwendet? Ja, ich weiß. So, und dann wieder durchrollen da. Muss vorher was trinken, ja. Du weißt Bescheid. Durchrollen und dann. Sehr gut. Jawohl. So, ich muss nochmal schnell was trinken. So, jetzt schaffst du es. Nimm deine Seelen und dann. Ich hab keine Seele. Vorsicht, hinter dir. Fuck it! Ich muss was trinken, aber ich schaff's nicht, weil er mich immer wieder umbringt. Ich schaff nichts zu trinken, weil er währenddessen auf mich eindrescht. Du wegrollen.
Ja, er kommt ja hinterher. Ja, musst du trotzdem. Und ich will doch eigentlich nur nach Hause und lernen, aber ich kann mich nicht lösen. Okay, ich muss mir jetzt ein Zeitlimit setzen. Bis halb spiele ich nur noch. Bis halb. Okay, 5:55, okay? Soll ich dich doch eine Pizza bestellen? Über den Stil. Ich sag gar nichts mehr. Lisa entscheidet ab jetzt. Lisa hat immer bessere Entscheidungen als ich. Ich hab das Geheule heute Abend wieder zu Hause. Das Ding ist, wenn ich hier noch nebenbei was schaffen würde, ne, dann wäre es ja halb so schlimm. Aber wenn ich hier bin, sitze ich ja immer nur hier und spiele. Ich bin halt verführerisch. Oder wir wechseln uns immer ab. Du spielst, ich schreibe. Und dann, wenn ich was fertig habe, das mache ich jetzt immer zu Hause. Ich nenne es immer Learning by Zocking. Wirklich, ich sitze mit meinen Karteikarten da, dann spiele ich Zelda. Und immer, wenn ich, also wenn ich in einem Kampf bin, jedes Mal, wenn ich sterbe oder gewinne, dann lerne ich eine... Also einen großen Punkt und dann spiele ich weiter. Und dann, wenn ich wieder einen kleinen Abteil fertig habe, dann lerne ich weiter. Das ist wie eine emotionale Belohnung. Ja, das ist Learning by Zocking. Für Sterben? Ja. Nee, aber dadurch merke ich mir voll viel, weil ich weiterspielen will. Ich bin gerade sehr stolz auf dich, Alina. Du hast bisher noch nicht eine Flasche verbraucht. Oh ja, stimmt. Jetzt musst du trinken. Ja, sollten wir in der Schule einführen. Ich werde es mal empfehlen. Sehr gut gemacht. Bäm! Kurz mal, wie hast du denn das gemacht? Oh. So, und durchrollen, ne? Jawohl. Du darfst nicht jawohl sagen, dann passiert mir irgendwas. So, ich muss jetzt mal wegrollen und was trinken. Oh, du hast gleich zwei Flaschen genommen. Oh. Hab ich nicht, oder? Oh, aber ist so egal, denn es passt voll. Wow, oh, die haben sie da geschlachtet. Aber ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Haben wir uns eigentlich schon entschieden, was wir jetzt machen? Ja, nach Hause. Okay. Aber Erik, wir kommen bestimmt wieder morgen zum Spiel. Genießt die Zeit, die ihr jetzt noch mit Lilo Pulver und mit Aliona habt, denn wahrscheinlich werden wir so schnell keinen Livestream mehr mit den beiden sehen. Na, ich habe ja keinen Urlaub mehr. Und ich habe ab morgen keine Zeit mehr. Also eigentlich habe ich heute schon keine Zeit. Soll ich dir das jetzt auswaschen? Was? Ja, wenn ich ganz viel Glück habe, sterbe ich jetzt gleich schon, wenn ich nicht noch schaffe, was zu trinken. Oh, na, wo ist der andere? Hier war doch noch irgendwo einer. Ach, da ist er ja. Der kommt auch jedes Mal von woanders gefühlt. Wieso ist gerade seine Haare auswaschen? Und ich bin gespannt, aber ob er überhaupt mit Haaren wiederkommt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er noch nicht tot ist. Guck mal, ich komme schon mit dem Zählen nicht mehr hinterher. Ja. Ich auch nicht mehr. Kein Wunder. Das ist echt ein blödes Spiel. Leck mich doch am Fuß. Wirklich. Zählen ist demotivierend. Findest du das auch? Ja. Das ist das Gegenteil von dem, was ich sonst tue.
Nee, voll geil. Naja, mal gucken. Ein paar Minuten hat sie ja noch. Bin mal gespannt, wie oft sie noch stirbt, ob sie die 20 voll kriegt. Vielleicht motiviert mich das ja jetzt auch voll, dass ich noch so wenig Zeit habe und ich werde auf einmal voll gut, aber irgendwie werde ich gerade nur noch schlechter. Vor allem, dass ich immer von vorne anfangen muss, das geht mir voll auf die Nerven. Du verlierst doch immer was, wenn du runterspringst, oder? Echt? Ja, ich glaube schon. Herrlich, er hat mich beim Rollen. Ja, klar schlage ich gegen die Wand, ist das super. Nee, ich habe auch einfach schon keinen Bock mehr. Wirklich nicht. Ohne Flachs. Es wird im Übrigen nicht besser. Ja, du schaffst das eventuell. Aber die 20 voll zu kriegen, ja. Definitiv schaffe ich das. Kann man bei Zelda auch sterben? Ja, und sie stirbt ja oft genug. Ach, das stimmt gar nicht. Da bin ich voll gut. Du guckst mir nie zu bei Zelda. Also, was laberst du? Ich höre immer nur, wie sie flucht. Und das ist der 14. Tod, oder? Ja. Keine Ahnung. Aber langsam werde ich immer aggressiver. Ja, dann töte doch alle. Ich würde dich gerade gerne töten. Oh. Leute, wenn ich nachher nicht mehr da bin, dann bin ich tot. Dann hatte sie scheinbar ein viel zu großes Mundwerk. Oh. Hallo an alle, die gerade reingekommen sind. Bisou wäscht gerade seine Haarfarbe aus. Der kommt gleich wieder. Und dann wird sich feststellen lassen, ob ich überhaupt irgendwas kann. Und ob seine Haare noch dran sind. Aber wer flucht nicht? Ich hab ne... Scheißmaus? Scheißmaus. Ach, ne Scheißmaus. Ah, ne Scheißmaus. Ne Scheißmaus? Warum kommen die denn immer gleich zu zweit, ey? Wirklich, das sind so ne kleinen Feiglinge. Und ich bin schon wieder tot. Ist auch so spannend. Ich finde das gar nicht mehr spannend. Gar nicht mehr. Wirklich nicht. Ja, ich glaube, die verarschen dich. Ja, danke. Du hast noch 5 Minuten. Dann wird der Platz hier leer. Vor allem, ich habe schon vergessen zu trinken. Ich sehe auch schon überhaupt nicht mehr hier. Was? Ne Schmeiß, dann werfe ich die 5-Euro-Maus gegen die Wand anstatt die teure 45er. Ja, nee, ist klar, ey. Ich werde mit mir träumen. Und, wie sieht's aus? Ach du Scheiße. Das heißt nichts Gutes, oder? Ich will's gar nicht sehen. Lotti, warum lachst du so? Wie schlimm ist es? Skala von 1 bis 10? Was, ehrlich? Eine 9? 50.
Ich kann hier leider gerade auch nicht weg, sonst bin ich wieder tot. Also es wird aber auch nicht mehr lange dauern, wie ihr wisst, bis ich wirklich tot bin. Müssen wir neue Farbe anmischen? Ja, Bart, und so lange willst du, ach so, stimmt, ich will ja hier durchrollen. Und so lange willst du was genau tun? Ich komm da nicht durchgerollt. Ja, die Haare wurden so semi-schön. Ich hoffe, er kommt wirklich gleich und zeigt euch das. Es sieht wirklich lustig aus. Oh, ich trottel. Ich vertausche immer noch die dämliche... Ja, dann warten wir jetzt noch, bis er aus dem Bad mal wieder da ist und dann müssen wir jetzt ran. Macht mir jetzt auch nichts mehr aus, weil jetzt bin ich so demotiviert. Jetzt klappt es. Mm-mm. Alter, während ich rolle, ehrlich? Ja, bestimmt. Die glauben alle an dich jetzt. Hm. Böser Fehler. Glaub an dich selbst. Alter, was ist denn los mit euch? Ich kam da nicht mal durchgerollt, kannst du das glauben? Das ist nett, das beruhigt mich gerade total. Was denn? Musst du lesen, ich bin gerade beschäftigt. Ja, ich kann ja nicht so schnell. Wenn ich mitten im Spiel starten müsste mit einer mir nicht vertrauten Steuerung, würde ich auch erst mal 20 Mal. Sie kennt das Spiel schon. Sie Alter, ist ja Lisa, du bist so ein olles Miststück, wirklich. Habe ich dir das schon mal gesagt? Du kanntest das Spiel auch noch. Du hast hier auch gelabert, ey. Du hast es das letzte Mal genauso oft gespielt wie ich und sagst, nein, du kennst es. Natürlich, du bist danach mir noch fünfmal zum dem ollen Judenall gegangen. Du darfst es nicht sagen. Fünfmal, ja, aber nee, du wirklich. Hast 20 Mal probiert. Halt einmal einen Sappel. Ja, und jetzt ja auch. Aber das ist vielleicht schwerer als vorher. Mensch, ich muss mir nur vorstellen, dass die Dinger du sind. Dann klappt das schon ganz gut. Ja, alles wie immer. Nee, nicht alles wie immer. Wie gesagt, ich habe vielleicht fünfmal den Teil, den sie da vorne gemacht hat, gespielt und dann bin ich nach Hause gefahren. Na, jetzt ist nur noch halb so schlimm. Weil man das Hintere nicht sieht. Ich glaube, also ich hatte vorhin, als Lisa nochmals kurz ins Bad geguckt hat, habe ich das Haar noch mal ein bisschen vorne aufgelockert, hinten kam ich nicht ran. Ich denke mal, dass da die Oxidation. Zeig mal. Ne, hinten meine. Wir haben ja auch immer wieder neu angemischt, das war gleich auch das Problem. Das ist tatsächlich am
in der Mitte nur orange am Ansatz und da ist... Vielleicht da, wo die Kamera war. Weil das ja hinten... Das ist ja auch vorne so. Vorne nicht ganz so doll. Ja, doch. Ist auch da. Nochmal rüber färben. Einmal noch die Kamera zu färben. Aber so... sieht man es nicht, weil es ist hier jetzt nicht mehr den riesigen Ansatz. Der war ja schon so weit. Ja. Ich habe eine neue Strategie. Stell mir jetzt immer vor, dass es Lisa ist, weil die gerade schon wieder im Muskel ist. Ist nicht der Ritter hinter mir? Warum rollt er denn nicht richtig hier, wie ich das will? Was? Oh, nein! Ich bin so gut durchgekommen diesmal. Aber irgendwann bin ich perfekt ausgewichen. Immerhin. So, das war's jetzt von mir. Tschüss, ihr Lieben. Ja. Wieso wird vielleicht noch weiter Livestream, aber wir werden jetzt nach Hause. Siehst du, genau zu 20. Es war schön mit euch. Ja, so, meine Lieben, auch an dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal. Wir sehen uns vielleicht nachher noch im Livestream mit Darkest Dungeon. Es geht nachher noch weiter. Und jetzt könnt ihr wenigstens mal sehen, was das geworden ist jetzt mit den Haaren. Im Moment sieht es nicht ganz so schlimm aus. In der Kamera ist sowieso alles ein bisschen dunkler. Aber wir haben sehr viele gelbe Stellen. Die können wir nachher nochmal nachblondieren und dann ist das gut. Dann sind die auch wieder weiß und dann ist alles wieder so, wie ich es haben möchte. Meine Lieben, wir sehen uns also gleich. War spannend, finde ich auch. Hat sehr gut geklappt mit den beiden. Wisst ihr was? Wir spielen jetzt gleich noch eine Runde, wenn die beiden los sind. Dann setze ich mich jetzt so lange ans Feuer und wir sehen uns in 5 bis 10 Minuten circa. Ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich nur eine rauchen. Bis gleich.
so wieder eine Nachtschicht einlegen. So, meine Lieben, es hat ein bisschen gedauert, aber wir sind wieder da. Hab so mit Aljona gestritten, bestell ihr einen schönen Gruß von mir. Das mache ich natürlich. So, dann sind wir wieder da, sind wieder live, sind wieder blond vor allem. Kein Ansatz mehr. Ist alles weg, aber so ein bisschen orange ist eben noch zu sehen. Das werden wir nochmal nachblondieren müssen, aber dann geht das auch voll fit, sagen die Jugendlichen von heute, ne? Ich kenne mich damit ja so wenig aus. Ach, die beiden weg? Ja, die sind los. Jetzt habe ich gerade alles wieder so in die einigermaßen richtige Position geschoben. Und dann können wir auch noch ein bisschen weitermachen und vor allem kann ich den Sound jetzt wieder ein bisschen lauter stellen, dann ist das kein Problem. Nun bin ich ja wieder direkt am Mikrofon dran, dann bin ich auch wieder lauter. Jetzt muss ich selbst erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen, aber es funktioniert, wenn ich mir Mühe gebe. Sound und Anzeige alles wieder auf 7 bringen. Ich hoffe, das ist okay. Und ich brauche meine Fernbedienung, mit der ich den Sound so leiser stellen kann. Guti, versuchen wir es einfach mal, ob wir genauso viel Glück haben wie die beiden oder ob wir besser dastehen. Das letzte Mal, dass ich Dark Souls gespielt habe, das war, glaube ich, 2000, jetzt muss ich mal überlegen, 16 oder so? Nee, stimmt nicht. Ich habe es auch später nochmal gespielt. Ich habe ja noch den ersten und zweiten Teil durchgemacht. So ist Schützen, okay. Halt's Maul. Da ist auch noch einer, da oben kommt noch einer. Komm her. So schön. Super. Ja, ja, es geht. Also so langsam kommt man ran. Hose eines Deserteurs. Magnum Tim sagt, in Irland gibt es bestimmt auch viele Ritterburgen. Ja, die gibt es garantiert. Darkest Gamer sagt, spielst du heute nur Dark Souls? Nein, wir werden nachher noch Darkest Dungeon spielen. Deswegen habe ich eigentlich den Stream starten wollen, aber sicherheitshalber habe ich mir gedacht, wenn die beiden schon mal da sind und mir die Haare färben, können wir auch sowas nebenbei machen, denn eine ist ja dann sonst ohne Beschäftigung. Und das wäre ja doof. So, hier kommen wir nicht durch, aber er sieht uns schon. Moin, schön dich zu sehen. Auf nach unten. Da haben wir zum Glück ein Brett, sonst kriegen wir schon Schaden beim Fallen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann kommen wir hier zu dem Spießer. Na komm. Komm ruhig her. Da ist auch noch einer, der gerade spielt. Verdammt, falsche Taste. Ja, auch mir passiert das wieder. So, aber die ziehe ich nach vorne. Das wird wesentlich einfacher sein, als sie später zu bekämpfen. So ist gut. Na ja, komm mal, komm mal. Kamakoma, Opa. So, erstmal was trinken. Man kann nie wissen. Nö. Jetzt stelle ich mich auch schon sehr dämlich an. Aber es ist auch schon ziemlich fies, wenn der einfach von hinten rumschießt.
Ich drücke selber die falsche Taste. Zum Rollen drücke ich immer X, aber das ist ja völliger Blödsinn. So, jetzt haben wir unsere Ruhe, können uns in Ruhe um den Ritter kümmern. Hallo Bisu, sagt Programmer C, herzlich willkommen. Das nehmen wir mal mit. Na komm. Ja, perfekt. So liebe ich das. Und rauf da. Trinken. Oh, da kommen noch mehr. Das finde ich nicht ganz so witzig. Ah, ich habe keine Stamina mehr. Du Bösewicht, ich mag dich nicht. Gehe weg von meinem Gesicht. Ah, wir haben es geschafft. Ja, weiter als Alina und Lisa. Gleich beim ersten Mal, so muss es sein. Seele des verlassenen Leichnams. Ich hoffe, dass wir hier drin irgendwo ein Bonfire finden, denn so langsam werde ich doch ein bisschen ungeduldig. Das hätte ich jetzt nicht ganz so witzig gefunden, wegen dem zu sterben. Bonfire, Bonfire, wo könnte hier ein Bonfire sein? Wahrscheinlich nicht hier oben drin. Da unten sind auch noch Leute. Brandbombe, dankeschön. So ist gut, der ist tot. Aber hier ist weiterhin kein Bonfire. Nur noch Leute, aua, die mich aufspießen. Ich habe auch nichts mehr. Keine Getränke, nichts. Kommt noch jemand? Nö. Wir können entweder runtergehen oder aber hier raus. Und wenn wir rausgehen, kommen wir dann zum Bonfire? Nein, kommen wir nicht. Aber wir finden was. Wieder eine Seele. So können wir uns wenigstens schon mal verstärken und die beiden fürs nächste Mal vorbereiten. Das ist ganz praktisch. Draußen war was anderes los, das weiß ich noch. Irgendwas sehr Unangenehmes. Oh, ich wusste es. Nö. Verdammt. Damit war ich nicht besser als die beiden. Aber immerhin, wir haben 1336 Seelen gesammelt. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Wo wäre denn da das nächste Bonfire gewesen? Dark Souls 3? Fragt Krumbeere. Ja, moin Bisu. Moin mein Lieber. Wir hatten bis eben Besuch. Die beiden haben Dark Souls 3 gespielt. Und ja, hat eigentlich relativ gut geklappt. Bis auf, dass sie sehr häufig gestorben sind. So, wir sammeln die ganzen Seelen ein, die hier einfach so für uns fruchtbar rumstehen. Genau, ruf mal noch mehr, dass ich noch mehr Seelen bekomme. Sehr schön, klappt. Wenn man erstmal wieder drin ist, geht's einigermaßen. Ich hab's schlimmer in Erinnerung. So schön. Okay, und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, an dem die beiden dauerhaft gescheitert sind. Erster Tod, sagt Sensenmann Reaper. Ja, auch bei mir wird mitgezählt. Sehr, sehr nice. Komm mal her, du. So schön. Kritischer Treffer. So mag ich das. Autsch, das mag ich nicht so. Na, kommt her. Sehr schön, der hat erstmal die Kiste zerdeppert. Okay, jetzt haben wir schon mal mehr Ruhe. Oh, der hat auch noch getroffen. Idiot. Ich habe auch keinen Pfeil und Bogen dabei, dass ich die Leute pullen könnte. Oh, 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 oh.
Ja, der rollt wirklich nicht schnell, das habe ich anders in Erinnerung. So ist schön. Er nur noch und dann sind wir durch. Und haben noch jede Menge Estus-Flakons, das reicht, um den Ritter zu besiegen und weiterzugehen. So, und hier liegt der andere rum, den nehmen wir erstmal den Wind aus den Segeln. Da ist der Ritter. Der kommt noch nicht, sehr gut. Jetzt können wir uns ganz in Ruhe um ihn kümmern. Wir hätten noch vorbeilaufen können. Wäre möglich gewesen. Na, trinken wir mal was. Okay, das ist nicht ganz so witzig, Freundchen. Und tschüss. Ah, geschafft. Wieder mal. Hier ist auch noch einer. Gib mir deine Seelen. Wir brauchen jede Menge. Und da habe ich noch was gesehen. Im Augenwinkel. Aber das war nur ein Leuchten. Es war nichts Besonderes. Blutfleck berühren machen wir nicht. Wir gehen weiter. Und da ist einer. Wir sind immer sehr flink unterwegs. Ich mag die nicht. Aber ich glaube, da muss ich einfach durch. So ist schön. Der nächste bitte. Ah, verdammt. Da ist er ja. Okay, haben wir auch geschafft. Dann wollten wir eigentlich weiter runtergehen. Ich nutze nicht das Teil, nicht die Leiter. Weil da irgendwo einer steht, da ist auch unser Seelenhaufen. Da. Dich habe ich gesucht. Weg mit dir. Sehr schön. Seelenhaufen einsammeln, erstmal was trinken. Das haben wir bitter nötig. Und wir haben noch einen Estus-Flakon übrig. Also eventuell finden wir tatsächlich ein Bonfire. Da kommen wir nicht ran. Die Tür ist verschlossen. Das wäre schön. Ich hätte gerne ein Bonfire. Da schmeißt er einfach mit Brandbomben. Darf der das? Idiot. Wurfmesser haben wir auch. Sehr schön. Komm schon, gib mir ein Bonfire. So ist gut. Wieder einer weniger. Kettenbrecher gefunden. Durch die Tür kommen wir nicht durch. Es geht hier unten weiter. Wo könnte das nächste Bonfire sein? Vielleicht hier drin. Aber hier ist bloß der Kerker mit dem Dieb. Verschlossen. Ich komme noch nicht ran. Ich brauche erst den Schlüssel. Wo auch immer der sich aufhält. Kann ich wenigstens mit dir reden? Nö. Der redet auch nicht mit mir. Das war's, glaube ich. Mehr sieht man hier auch nicht. Gut, das kann man nicht kaputt machen. Ist das doof. Kein Bonfire, kein nichts in der Nähe. Ich höre zwar immer noch ein paar Tote, aber die sind da unten irgendwo. Da komme ich nicht ran. Zumindest jetzt noch nicht. Okay, vielleicht kann ich noch tiefer. Vielleicht aber auch nicht. Wir wollen ja so ziemlich alles erkunden und den beiden schon mal vorbereiten. Hier ist auch noch was, aber das ist alles nur zugestellt. Mehr ist hier nicht. Da kamen wir nicht durch. Das ist ein Fahrstuhl. Da brauchen wir auch einen Schlüssel für. Gehen wir jetzt erstmal wieder nach oben. Man sieht, dass dieses Spiel für dich ein Heimspiel ist. Danke. Wenn man erstmal Dark Souls 1, 2 und 3 durchgespielt hat, dann ist es auch wesentlich einfacher, hier durchzukommen. Nur hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob hier irgendwo ein Bonfire war. Ich glaube eigentlich nicht. Moin.
So ist gut. Ein toter Drache. Und die anderen haben den tatsächlich angebetet. Sehr interessant. Aber hier sieht's auch nicht nach einem Bonfire aus. Soll ich hier wirklich lang? Ich bräuchte eigentlich jetzt einen Tipp von Eta, aber Eta ist wahrscheinlich nicht mehr da. Mit B kann man nicht nur rollen, sondern auch schneller laufen. Gut, dann haben wir das auch wieder geklärt. Okay, du bist doof. Du bist richtig doof. Ich mag dich nicht. Der hat aber ganz viele Seelen getötet. Ich will hier weg. Und tschüss. Ob der hier hochkommt? Nee, er macht nichts. Aber das sieht da nicht wirklich nach einem Bonfire aus. Ich werde wahrscheinlich nichts machen können. Ich muss da vorbei. Aber den zu töten, das wird eklig. Aber wo muss ich denn lang? Selbst wenn ich ihn jetzt töte, es muss irgendwo vorbeigehen. Ich laufe einfach vorbei. Oder auch nicht. Ja, da lang. Und dann renn einfach weiter. Da kommt gleich so ein übles Monster, sagt der gute Pyrdakor. Nein. Ja, so kann's passieren. Okay. Das habe ich gemerkt, dass das Monster übel war. Ich möchte einfach bloß mal meine Seelen haben, um uns endlich mal wieder aufzustufen. Denn so ein paar Punkte in Kondition wären schon echt nice und vor allem auch in Vitalität. Es würde auch was bringen, wenn wir einfach mal unsere bisherigen Tode wieder rückgängig machen und nicht mehr so untot durch die Gegend laufen. Aber das scheint noch nicht mit drin zu sein. Kommt erst noch. Jetzt wissen wir aber schon mal, wenn wir hinter dem Ritter sind, ist es nicht mehr weit bis zu dem Punkt. Da können wir unsere Seelen gleich wieder aufsammeln und dann weitergehen. Ach, noch einer. Gut. So. Verdammt. Wisst ihr, wie lange es her ist, dass ich Dark Souls gespielt habe? 2 Jahre bestimmt. Kommt hin. So, der andere auch noch. Komm her. Kommt alle her. Lauft mir nach. So ist brav. Ach verdammt, jetzt habe ich einen Flakon genutzt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte rollen. Aber da bin ich wahrscheinlich genauso wie die anderen beiden immer nur beschäftigt mit anderen Dingen. So. Und rauf da. Gott, dann haben wir unsere 3 Flakons noch, das reicht. Wir werden es so machen wie vorhin. Wir werden erstmal die oberen töten. Und dann den Ritter. Dann haben wir wenigstens mehr Ruhe. Oder wir laufen einfach an ihm vorbei, wenn er die Treppe runtergelaufen ist. Das ist noch einfacher. Dann haben wir wirklich mehr Ruhe. Und tschüss. Sehr schön. Nanu. Nicht einfach wegspringen. Verdammt. Trinken. Okay, wo ist der andere? Der war hier auch irgendwo in der Nähe. Da. Ja, natürlich. So, und dann sind wir hier durchgegangen, das weiß ich noch. Jetzt haben wir noch 2 Flakons, vielleicht können wir uns tatsächlich am Leben erhalten.
Gudi, einer kommt da eigentlich noch hoch, da ist er. Auf dich habe ich gewartet. Sehr schön. Okay, wer geschafft? Jetzt müssen wir da wieder hin und unseren Seelenhaufen einsammeln. Das ist ganz besonders wichtig. Gut, dass der hier vorne ist. Da können wir nämlich gleich dran vorbeilaufen. Nee, die Nachricht will ich nicht lesen. Dankeschön. So, und dann einfach durchlaufen. Das Ding einsammeln. Muss man geradeaus oder links rumlaufen? Wieso, du hast... Ich liebe dich überlesen. Boss mit Magier. Mega easy. Naja, ich will ja jetzt keinen Boss machen. Das war eigentlich nicht mein Begehr. Brandbomben. Okay, hier ist nichts weiter. Wir hauen ab. Da liegt noch was. Das nehmen wir noch mit. Große Seele, danke. Und tschüss. Okay, hier muss irgendwo was sein. Da ist auch einer, aber nicht mehr lange. Ah. Wo kommst du denn noch her? Warum haben wir schon wieder so viele Estus-Flakons? Ich meine, mir gefällt's, habe ich nichts gegen. Ja, reicht auch wieder. Stirb. So ist gut. Noch eine Brandbombe hinterher. So, wo könnte das Bonfire sein? Da unten sieht es nicht ganz so angenehm aus. Im Gegenteil. Der sieht richtig böse aus. Und da sind jede Menge böser Leute. Nee. Lass mich doch zumindest ein Bonfire finden. Da ist noch ein Ritter. Da unten wird auch kein Bonfire sein. Aber hier liegt noch was. Schwarze Feuerbombe. Da weiter rennen. Da geht's weiter. Ja, ich bin, glaube ich, da, wo du sagst, dass ich hin soll. Aber ich muss erstmal ein Bonfire finden. Ich kann ja jetzt nicht einfach ohne Bonfire die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Geht ja nicht. Ich gehe hier mal hoch. Kommt noch einer. Na komm. So schön. Das nehmen wir mit. Kleine Titanitscherbe. Sehr gut. Dann können wir auch unsere Waffen ein bisschen aufstufen. Aber hier sind noch mehr Viecher unterwegs. Wo auch immer die sich befinden. Ah, da haben wir vorhin runtergeguckt. Da geht's nur bergab. Hier scheint sonst nichts weiter zu sein. Kein Bonfire, kein gar nichts. Ihr seid so gemein. Untotenjäger-Amulett. Ein Estus-Flakon haben wir noch. Um an dir vorbeizurollen. Oh Gott. Kommt der da einfach aus der Ecke raus. Hier sind keine Bonfire. Okay, weg hier, weg hier, weg hier. Einfach bloß durch. Irgendwann wird schon eins kommen. Ja, noch mehr, noch mehr. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Ja, noch schöner. Okay. Also irgendjemand hat doch mal gesagt, das sollte eins sein. Was soll denn das? Ach so, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf Dark Souls. Nee, das letzte Mal, als ich, glaube ich, angefangen habe, bin ich auch immer hier hinten lang und habe mich dadurch geprügelt. Das war wesentlich einfacher als das, was ich hier die ganze Zeit mache. Also wenn ich hier keinen Bonfire finde, dann ist das schon echt blöd. Da liegt auch noch ein Drache rum. Hier sind überall Drachen und ich weiß eigentlich, dass dort hinten auch noch ein Drache erscheint, wenn man dort unterwegs ist. Aber das gucken wir uns irgendwann mal an. Meine Lieben, wir sehen uns nachher wieder zu Darkest Dungeon und beenden jetzt das Spiel. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis nachher, euer Bisuzent.
Bisu ist auch frustriert. Genau so sieht's aus. Ciao, ciao.